ist er mir wieder durch die Lappen gegangen. Ich erzähle es Ihnen kurz, meine Damen und Herren. Mich haben diese jämmerlichen Elogen auf Friedrich Merz derart angewidert, ich war am Rande einer Gallenkolik. Ich habe deswegen einen kleinen Nachruf verfasst. Hören Sie zu. Einer der klügsten Köpfe des Parlaments verlässt uns. Ein Vorausdenker. Wie nur wenige war Friedrich Merz fähig, die Masse der Abgeordneten seine Verachtung spüren zu lassen für ihr armseliges geistiges Niveau. Dafür sei ihm an dieser Stelle ausdrücklich gedankt. Wir fühlen mit ihm. Friede seiner Asche. Nein, das ist natürlich zu früh, nicht? Friede seiner Asche, nicht? Er wird ja erst in 2,5 Jahren von uns gehen. Nicht? Er hat es nur jetzt schon mal angekündigt, wahrscheinlich, damit wir nicht so plötzlich von der Trauer übermannt werden. Nicht, wenn es soweit ist. Spaß beiseite. Der wirkliche Grund, meine Damen und Herren, ist ja, er hat es jetzt schon angekündigt, weil er damit der Kanzlerin ans Bein pinkeln wollte. Was ja für sich genommen durchaus ein ehrenwertes Motiv sein kann. Nicht? Wenn man es ganz präzise nimmt, dann darf Merz sein Mandat gar nicht sofort niederlegen. Da ist der Arbeitgeber dagegen, nicht? Sein Arbeitgeber ist ja nicht der Bundestag in erster Linie, nicht wahr? Friedrich Merz ist für die deutsche Versicherungswirtschaft im Bundestag. Volksvertreter ist er nebenbei. Er ist nämlich im Beirat der AXA-Versicherung, meine Damen und Herren. Er ist Vorsitzender des Konzernbeirats beim Mutterkonzern. Dann ist er noch in anderen Jobs, brauchen Sie gar nicht alle auflisten, sind nicht alle drauf. 11 Nebenjobs, nicht wahr? Dann noch die Kanzlei. Und wenn er nachts noch Zeit hat, dann bastelt er noch an seiner Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland. Wissen Sie warum? Weil das Grundgesetz von ihm fordert, dass er die Haupttätigkeit bei seinem Abgeordnetenmandat zubringt. Da klagt er dagegen, der kluge Herr Merz. Wahrscheinlich haben deswegen die ganzen Journalisten geschrieben, er sei ein vorausdenkender Wirtschaftsmann. Nicht? Erlauben Sie mir an dieser Stelle bitte einen ganz kleinen Einwand, meine Damen und Herren. Friedrich Merz steht doch im Prinzip für eine Wirtschaftspolitik, bei der einfach alle Wachstumshindernisse beiseite geräumt werden. Koste es den kleinen Mann, was es wolle. Und dann brummt der Laden, das Wachstum kommt, die Steuererklärung kommt auf den Bierdeckel und alles wird gut. So einfach ist es bei Friedrich Merz. Jetzt frage ich Sie, ist das vorausschauend oder ist es eher ein bisschen veraltet? Der alte Heiner Geißler, meine Damen und Herren, der fordert seit Jahren schon von seiner Union, dass sie endlich mal zugeben soll, dass der Kapitalismus gescheitert ist. Genauso wie der Sozialismus vor ihm. Selbst der thüringische Landesvater Althaus, CDU, ist mittlerweile schon dabei, an einem Grundeinkommen für alle Bürger herumzubasteln. Gut, niemand wird einen Redebeitrag von Herrn Althaus vermissen. Nicht wahr? Aber konzeptionell sieht doch da der Merz eher Althaus. Finde ich. Wobei, eins muss man ihm lassen, nicht wahr? Einen letzten Dienst hat er uns erwiesen, nicht wahr? Er hat in seiner Lobrede auf den neuen Träger des Ordens wieder den tierischen Ernst, da hat er so vom Leder gezogen, dass die ARD entschieden hat, nie mehr ungekürzt live zu übertragen. Nicht? Merz hat es geschafft, in weniger als 10 Minuten 12-mal lobend die Aktiengesellschaft Air Berlin zu erwähnen. Nicht? So ein tüchtiger Bursche ist das. Ein kluger Kopf, ein Multitalent. Der könnte sogar noch zu Kärntner ins ZDF. Da ist immer Platz für einen alten Kumpel von Air Berlin und gute Anlageberater sollen selten sein. Nicht? Aber wissen Sie, was er auch noch machen kann? Er könnte natürlich. Nicht? Eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit hätte er auch noch, der Merz. Er macht das, was manche von ihm verlangen und manche fürchten. Er gründet eine neue Partei und sei es nur, damit er der Kanzlerin auch noch ans Standbein pinkeln kann. Dieses Anti-Nazi-Symbol, das ist von einem guten Dutzend hochbezahlter Richter und Staatsanwälte verboten worden. Und es bedurfte eines Spruches des Bundesverfassungsgerichtes, nur um den gesunden Menschenverstand wieder Geltung zu verhelfen. Mehr ist es doch nicht. Ist doch ganz logisch, das Urteil, nicht wahr? Wenn man gewaltfrei gegen Strafbares protestiert, kann das nicht strafbar sein. Das ist doch logisch. Das muss doch jeder kapieren. Tut es aber nicht. In Heidelberg, nur mal als Beispiel. In Heidelberg hat ein zukünftiger Lehrer Demonstrationen gegen Neonazis organisiert. Ergebnis: Berufsverbot. Aber für den Lehrer. Weil er ein Risiko darstellt. Ein Sicherheitsrisiko. Sagt der Kultusminister. Er ist das Sicherheitsrisiko. Stellen Sie sich erst mal vor. Und jetzt, ich habe selber bei der Sammelklage Geld gespendet für die Revision. Und wir haben gewonnen, triumphal, Bundesverwaltungsgericht, der Mann darf Lehrer werden. Wenn es Ministerpräsident Oettinger nicht verhindert. Oettinger ist sensibel. Oettinger hält es schon für einen Fall von Landesverrat, wenn der Oberbürgermeister von Tübingen keinen Mercedes als Dienstwagen kauft. Wörtlich, Landesverrat. Der hat übrigens eine gute Antwort gehabt, der OB. Er hat gesagt, ich brauche keinen Dienstwagen mit 180 PS, ich bin ja nicht auf der Flucht. Das hat doch was. Den sollte man sich merken. Den Namen. Ein junger Bursche, den man sich merken sollte. Boris Palmer, meine Damen und Herren. Aber nochmal zur Schule wollte ich noch kurz was sagen. In den Schulen tut sich was. Ich sage Ihnen, da tut sich was. Da rührt erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik haben Hauptschüler einer Schule in Deutschland die Polizei aus einem einzigen Zweck bestellt. Nur um sie zu verprügeln, als sie gekommen ist.
ohne konkreten Anlass. Nur so. Und warum? Weil in vielen deutschen Städten 8 von 10 Hauptschülern der Abschlussklasse keine Lehrstelle haben. Da schlägt man schon mal um sich oder fängt mit 15 das Saufen an. Und ich frage mich irgendwann, ob der Bankrott unseres Bildungssystems tatsächlich nichts anderes ist als nur eine irrwitzige Zusammenballung von bürokratischer Ignoranz oder ob es nicht einen tieferen Sinn hat. Können Sie sich das nicht vorstellen, dass unter Umständen vielleicht wird die Produktion von PISA-Idioten wissentlich in Kauf genommen, weil ein gerüttet Maß an Dummheit konsum- und wachstumsfördernd ist und weil dann der Urnenpöbel nicht bemerkt, welche Gestalten sich bei den regierenden Parteien zusammengesammelt haben. Wer, frage ich Sie, nicht da? Wer, nicht wer, das muss man sich doch fragen. Die Frage muss man sich doch stellen, wer geht denn heute noch in eine Partei? So einen Mann müsste mal als Haustechniker haben. Man endlich mal einen vernünftigen Gesprächspartner. Fällt mir übrigens, weil wir gerade bei diesen Terroristen waren, fällt mir noch was ein. Und zwar zu diesem Gnadengesuch von Christian Klar, diesem Ex-RAF-Terroristen. Wobei, ich sage es ganz offen, der interessiert mich als Mensch überhaupt nicht. Was mich interessiert, ist unser Rechtsstaat. Nicht dem, gegen den wir müssen ihn ja beschützen. Der wird ja angegriffen von allen Seiten. Immer schwieriger. Und da hat mir zum Beispiel ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung sehr geholfen, meine Damen und Herren. Das dumme Gewäsch unserer selbsternannten Einzeljuristen vom Schlage Stoiber, Söder, Westerwelle ist von keiner Sachkenntnis getrübt. Es ist grober Unfug, juristisch betrachtet, dass Christian Klar sich die Gnade verdienen muss. Das muss er eben nicht. Und warum nicht? Weil es das Wesen der Gnade ist, dass sie unverdient ist. Verstehen Sie? Gnade ist unverdient. Unverdiente Gunst, herablassendes Wohlwollen der Obrigkeit. So ist Gnade im Brockhaus definiert. Das sehen Sie. Das ist ein Instrument der Macht. Bei Immanuel Kant zum Beispiel. Er fand, Gnade ist die schlüpfrigste unter den Rechten des Souveräns. Quasi die hübsche Schwester der hässlichen Willkür. Und so wie die Gnade ein Akt der Macht ist, ist die Bitte um Gnade der Akt der Unterwerfung. Können Sie mir folgen? So betrachtet ist das Gnadengesuch von Christian Klar eine Unterwerfungsgeste, eine tiefe Unterwerfung unter den staatlichen Herrschaftsanspruch. Tiefer kann ein Christian Klar überhaupt nicht sinken, als von einem Bundespräsidenten Köhler Gnade zu erlangen. Horst Köhler als Sparkassendirektor in den Augen von Klar ein Büttel des Kapitals, ins Amt geraten durch niedere parteipolitische Ranküne in der Einbauküche von Guido Westerwelle. Und von einem solchen Mann Gnade zu erfahren, von diesem Kniefall würde sich der Klar nie wieder erholen. Verstehen Sie? Mit ein wenig Hirn, mit weniger Schaum vorm Mund und oder ideologisches Brett vorm Hirn müsste man doch diesen Triumph des Staates erkennen können. Wo wir gerade bei Schaum vor dem Mund sind, nicht wahr? Bei Kai Diekmann und der Hetzbrigade der Bildredaktion, da muss man auch Gnade vor Recht walten lassen. Nur würde ich vorschlagen, wir warten ein wenig damit. Wir warten bis zum jüngsten Tag. Vorher verurteilen wir sie oder wir brandmarken sie als politische Brunnenvergifter. Ich sage Ihnen warum. Gerhard Baum, unser ex-liberaler Innenminister, dem ein gnädiger Gott noch ein paar Jahre hienieden schenken möge. Gerhard Baum hat anonyme Drohbriefe erhalten, die ihn in die Gaskammer wünschen, weil er das Gnadengesuch von Christian Klar unterstützt. Die Gaskammer, verstehen Sie? Baum hat jetzt der Bild-Zeitung empfohlen, sie möge sich daran erinnern, dass Peter Bönisch sich später von seinen eigenen RAF-Kommentaren in der Bild-Zeitung nachdrücklich distanziert hat. Vielleicht hilft es ja. Vielleicht gibt es ja noch Reste von Vernunft bei den Diekmännern. Und wenn nicht, dann verurteilen wir sie nach amerikanischem Muster zum gemeinnützigen Putzen öffentlicher Gebäude, zum Beispiel zur Beseitigung von Blutspuren rechtsradikaler Schlägertrupps, und zwar mit der Zahnbürste. Auf Wiedersehen. Das ist diese Initiative, da sollte jeder mitmachen. Deutschland bewegt sich, kennen Sie doch, oder? Vom ZDF und Barmer Ersatzkasse und Bild am Sonntag. Finde ich eine sehr gute Sache. Neulich bei Wetten, dass zum Beispiel, da war eine Aktion von Deutschland bewegt sich. Und zwar, ich glaube, es ging um Jugendsport. Der Hauptgewinn war ein Sportgerät für 100.000 Euro. Und zwar das hier, meine Damen und Herren. Das ist ein Audi R8. Der wurde erst in die Halle geschoben und dann hat Heike Drechsler ihn 10 Meter weit gefahren. Wahrscheinlich wegen des Treibhauseffektes. Nicht? Die CO2-Werte liegen ganz dicht bei dem, was ein Tornado im Tiefflug hinter sich lässt. Ein Dreiviertel Pfund CO2 pro Kilometer. Nur mal am Rande. Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, was hat das mit Volksgesundheit zu tun? Sehen Sie? Und das haben sich die Zuschauer auch gefragt. Weg mit der Fernbedienung und haben gesagt, komm Schatz, da gehen wir lieber eine Runde um den Block. Nicht? Und das ist doch positiv, verstehen Sie?
Einmal sich bewegen ist doch besser, als so ein Auto anglotzen und dabei Bier trinken. Nicht Bier, übrigens, Bier trinken. Meier Vorfelder ist wieder da. Nicht? Meier Vorfelder, Meier Vorfelder, meine Damen und Herren. Das ist auch ein ganz, ganz alter Weggefährte von... Ja. Auch eine Art von Nachruf. Nicht, der ist, der Meier Vorfelder, der ist... Man könnte meinen, sie hätten es geübt. Nicht? Nein, es, dieser Meier Filminger ist zwangsaktiviert. Meier Vorfelder, meine Damen und Herren. Der ist zwangsaktiviert beim DFB. Sie wissen nicht genau, auf welches Abstellgleis sie ihn jetzt schieben sollen im Augenblick. Also ich finde ja diese Initiative für Volksgesundheit. Keine Macht den Drogen. Sowas, dieses Kampf gegen Kummersaufen. So eine Aktion, das wäre was für Meier Vorfelder. Nicht das. Sie, man sagt... Die besten Pazifisten sind die alten Kriegskameraden, meine Damen und Herren. Das sagt man ja auch, nicht? Das, da läuft auch einiges bei unseren Sportverbänden schief, das muss man sagen, meine Damen und Herren. Wenn bei uns Jugendliche bei Wettkämpfen offiziell von und mit Bier und Jägermeister betreut werden, nicht? Da ist die Leber für ein Flatrate-Saufen mit Wodka und Bacardi falsch trainiert. Nicht? Da muss ein Fachmann ran, nicht? Sehen Sie. Waterloo. War doch einigermaßen. Wir sollten. Ich werde Herrn Priol vorschlagen, dass wir bei uns einen Stammtisch für ihn einrichten. Ja. Aber wie gesagt, um Kinder, da sollten wir uns sehr viel kümmern, meine Damen und Herren. Und da passiert übrigens auch Positives bei uns. Jetzt gibt zum Beispiel, ich habe ein Beispiel rausgefunden für Sie von einem Kind. Das ist ein Kind von 5 Jahren hier. Es handelt sich um ein Model, das 5 Jahre alt ist. Dieses Kind, meine Damen und Herren, ich habe es aus der Werbung, hat sich zur Aufgabe gemacht, eine ultimative Kosmetikserie, speziell für Mädchen ab 5, und das Volk zu bringen. Und zwar, um das Pflegebewusstsein schon im frühen Alter zu wecken. Was auch wichtig ist, nicht? Wie wollen denn die Kleinen dann später das Casting hinter sich bringen, wenn sie nicht trainiert werden, bevor sie Dieter Bohlen und Heidi Klum zum Fraß vorgeworfen werden? Kommt Ihnen übrigens das, ist Ihnen das Kind, kommt Ihnen das Kind bekannt vor? Ja, ist die Tochter von Boris Becker. Ja, zugegeben, die Ähnlichkeit wirkt etwas verschwommen. Ja, ja, vielleicht, weil die Grundsubstanz beim Transport etwas verbessert wurde. Ja. Boris, er soll... Boris macht übrigens jetzt in Kondome. Ich meine, er... Ja, das... Kleiner Tollpatsch, nicht? Das war unglücklich. Also ich meine, er wirbt für die Benutzung von Kondomen. Kondome, AIDS-Hilfe, auch ein positives Geschäft. Nicht sehr positiv. Zum Beispiel Böhringer Ingelheim ist Weltmarktführer für AIDS-Sirup für Kinder. Das ist eine Wachstumsbranche, meine Damen und Herren. Da kann man auch richtig Geld verdienen. Allein in Südafrika 2 Millionen Kunden. Leider gibt es Länder, in denen ein gleichwirksamer Sirup so preiswert verkauft wird, dass es sich in Indien zum Beispiel jede Bettlerfamilie das Zeug kaufen kann. Und um das zu unterbinden, hat Böhringer jetzt einen Antrag auf Patentschutz in Indien eingebracht, damit die nicht da so wild drum machen. Nicht das. Und da sehen Sie wieder, nicht? Deutschland bewegt was. Nicht? Man muss es nur sehen wollen, sagt der Doktor. Wenn Sie mich übrigens fragen, meine Damen und Herren, ich finde, das war undiplomatisch vom ZDF, dass sie die lustigen Musikanten derart vom Hof gejagt haben. Nicht gut, nicht alle. Nicht, der Nebel der Volksmusik wabert ja immer noch übers Land. Aber der Sendeplatz ist generell falsch gewählt. Nicht, Volksmusik sollte man tagsüber versenden, wenn es Leerlauf in den Altersheimen gibt. Nicht, abends nach 8, da hat man der Volksmusikklientel schon längst die Bettdecke über die Ohren gezogen. Nicht, der medizinische Dienst der Krankenkassen hat gerade erst wieder rausgefunden, wie finster es in Deutschlands Altersheim aussieht. Unzählige Greise sind ohne Betreuung ihrem Schicksal überlassen. Da könnte man doch zum Beispiel mit Volksmusik bei Dementen und Alzheimer-Patienten mit ständiger Wiederholung schlichter Tonfolgen und aufgesetztem Frohsinn ein bisschen die Lethargie wegnehmen. Nicht? Wir haben 500.000 Heimbewohner in Deutschland, die hospitalisiert sind. Die schaukeln unkoordiniert vor sich hin. Nicht?
Da könnte ein Aushilfspfleger, muss die zu Beginn der Sendung einfach nur miteinander verhaken, dann schunkelt der ganze Aufenthaltsraum bis zum Abendbrot. Micha. Wir brauchen doch gar keine neue Sendung. Sogar diese... Man müsste... Der Preis, jetzt müssen Sie noch nicht mal eine neue Sendung machen. Machen Sie eine Endlosschleife, 50 Jahre Volkmusik, kann doch nicht mal ein Gesunder unterscheiden. Nicht? Es gäbe natürlich randalierende Einzelfälle. Nicht? Die muss man absondern, da muss man drauf achten. Das sind ja oft, gerade solche Menschen sind oft tragische Fälle, die bei voller geistiger Klarheit wegen körperlicher Gebrechen ans Bett gefesselt sind. Nicht? Bei denen müsste man dann, sagen wir mal, die Riemen kontrollieren, vielleicht einfach das Hörgerät abstellen und die Valium-Medikation draufsetzen. Nicht? Also ein bisschen Mühe sollte man sich bei den Einzelfällen schon geben. Nicht? Man sagt ja auch nicht, die Kultur eines Volkes erkennt man im Umgang mit den Alten. Nicht? Auf so einen Satz nicht. Ich weiß gar nicht, von wem der ist. Muss irgendein primitiver Negerhäuptling gewesen sein. Nicht? Bei uns kann sich so ein Satz keiner leisten, wenn er nicht Zyniker oder Heuchler ist. Ach nein, jetzt hört's mal an. Gustav Heinemann, glaube ich, war das. Ja, das ist eine andere Zeit. Nicht? Heute sind wir ja weiter. Da können Sie sich übrigens noch daran erinnern, an diesen Aufschrei in den Medien, als damals diese unterernährten, ans Bett gefesselten Heimkinder in Rumänien entdeckt wurden. Temeswar. Gut, kann man jetzt nicht vergleichen, das war eine Diktatur. Nicht? Unsere Alten sind in der Demokratie gefesselt. Nicht? In einem Land, auf das unsere Kanzlerin so stolz ist, nicht wahr? In unserem stolzen Land, das hat der medizinische Dienst auch rausgefunden, gibt es 500.000 Heimbewohner, die unterernährt sind und täglich Angst haben, zu verdursten oder zu verfaulen, weil ihr Dekubitus nicht versorgt wird. Nicht? Dekubitus, weil wir gerade dabei sind. Apropos, bei verfaultem Fleisch gibt es noch ein Stichwort für mich. Die illegalen Gammelfleischhändler in Deutschland, meine Damen und Herren, dürfen nicht öffentlich mit Namen genannt werden. Schade, nicht? Ross und Reiter zu kennen, wäre doch interessant. Und die Heime, in denen bei uns alte Menschen verrotten, die dürfen auch nicht mit Namen öffentlich genannt werden. Warum eigentlich nicht, fragt man sich. Warum decken Bundes- und Landesregierungen solche Verbrecher? Sind in ihren Ministerien lauter Versager ohne Zivilcourage? Aber vielleicht ist es ganz anders. Vielleicht sind es gar keine Versager, meine Damen und Herren. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Der fürs Gammelfleisch zuständige bayerische Minister Schnappauf wird jetzt Hauptgeschäftsführer des BDI. Der hat nur beim Verfassungsschutz versagt. Und das scheint ihn geradezu prädestiniert zu qualifizieren zum Cheflobbyist der deutschen Industrie. So müssen Sie es betrachten, nicht wahr? Ich wollte immer Richter werden. In meinem Traum habe ich schon Graf Lambsdorff, ThyssenKrupp und Kohl vor mir zitternd stehen gesehen. Auch kleine Ganoven wie Kanter und Koch von wochenlanger... Wunderbar. Wissen Sie, die haben. Ich hatte sie in Vorbeugehaft genommen. In Beugehaft nennt man das, glaube ich. Die waren völlig fertig, unrasiert, zerlumpt, kein Gürtel. Nicht da die Hose mit der Hand halten, haben sie mein Urteil entgegennehmen müssen. Ein Traumberuf. Richter und immer nur für eine Straftat. Arglistige Täuschung des Volkes. Und keine Sorgen, das ist nur Eisen. Damit meine Wut nicht an Kraft verliert. Wo waren wir stehen geblieben? Lokführer, glaube ich, nicht? Ja, interessant mit den Lokführern überhaupt. Generell, wenn Sie so die Themen der letzten Wochen mal betrachten, da braut sich was zusammen, nicht? Am unteren Rand der Gesellschaft. Der Kampf um Arbeitslosengeld und Mindestlohn, um ein paar Kröten mehr für die Hartz-IV-Empfänger, nicht? Und dann die Rente wackelt im Renteneintrittsalter und Krankenhäuser, hört man, und die Patienten gehen finsteren Zeiten entgegen. In Ostdeutschland werden aus Geldmangel Kinderheime geschlossen. Und in deutschen Altersheimen darf auch wieder ungestraft die Prügelstrafe praktiziert werden. Gut, das muss man jetzt nicht überstrapazieren, ist auch jetzt nicht so bedeutsam. Da ist ja der materielle Schaden relativ gering. Nicht wahr? Sie halten das für zynisch, das ist überhaupt nicht zynisch. Ich zitiere nur die aktuelle Rechtsprechung in Deutschland. In einem westdeutschen Pflegeheim ist kürzlich eine alte Frau krankenhausreif geprügelt worden und die Anzeige der Familie führte nicht zur Verurteilung. Der materielle Schaden war zu gering, hat das Gericht befunden. Merken Sie was? Wie das Klima sich verändert, nicht? Wie es am unteren Ende des Überlebens- und Verteilungskampfes in unserer Hackordnung im Land allmählich ein bisschen härter zugeht. Neulich hat einer der Zeitung geschrieben, manche hätten wohl gedacht, es würde bei diesem Aufschwung etwas verteilt werden. Ein doppelter Konjunktiv, damit er hält. Er wird auch bleiben, der Konjunktiv. Er wird es auch bleiben, weil es wird nämlich nicht verteilt. Es ist schon längst verteilt. Entsprechend gut ist auch die Stimmung am oberen Rand der Hackordnung. Gerade zu Zuversicht regiert, könnte man sagen. Nicht, dass, gut, es gibt Turbulenzen am Finanzmarkt. Wobei, die Banken trauen sich gegenseitig nicht mehr über den Weg. Das haben wir aber noch nie gemacht. Nicht, dann 400 Millionen Nachzahlung Siemens und Bußgeld. Mein Gott, die sagen, das ist ein Schnäppchen. Es hätte leichte Milliarde sein können. Sie sind eigentlich ganz froh beim Konzern. Brauche ich Ihnen auch gar nicht erzählen, Sie wissen es ja nicht. Kriegen Sie alles mit. Wir kriegen ja jeden Tag die aktuelle Börsenbericht direkt an Nachrichten. Mehrfach, nicht? Obwohl nur jeder 10. Deutsche Aktien hat. Aber jeder 5. Deutsche ist überschuldet.
Und es gibt keinen täglichen Schuldenbericht im Fernsehen. Schade eigentlich, nicht? Wir haben bei uns in der Straße am Aachen, der lacht den ganzen Tag und findet alles prima. Aber der ist als Kind von der Schaukel gefallen und hat einen Duppe. Verstehst du? Ja? Über den sagen sie auch immer, der hat das gut, der ist blöd. Ja? Der kriegt nichts mit, aber das, so kannst du doch Politik nicht machen. Die Merkel, die kann sagen, was sie will, ist alles noch beliebt. Und der Beck, der kann sagen, ach, sagen, was er will. Aber das ist sowieso immer verkehrt. Jetzt neulich war er in Afghanistan, nicht? Und wie er wiederkam, hat er gesagt, man misst mit den Taliban, mit denen misst man schwätzen. Da haben sie ihn angeguckt, als ob er der letzte Depp wäre. Jetzt sagen die Afghanen selber, da lacht keiner. Verstehst du, es hat doch alles keinen Wert so. Ich wähle, das sage ich euch, ich wähle den Kurt Beck aus Mitleid. Ja, das ist, der hat es nicht einfach. Aber die anderen wählen doch nicht aus Mitleid. Und Leute wie ihr, den doch nicht aus Mitleid wählen. Wobei es auch schon egal ist, wenn wir hinstellen. Wir können ja sowieso nichts machen. Wir dürfen ja gar nichts fordern. Verstehst du? Wir dürfen nichts fordern, weil der Aufschwung wackelt. Und warum wackelt der Aufschwung? Weil der Export alles in Ordnung ist, da läuft es wie blöd, aber beim Einzelhändler am Eck, da läuft gar nichts. Warum läuft beim Einzelhändler am Eck nichts? Weil wir kein Geld kriegen, da können wir auch nichts kaufen beim Einzelhändler. Warum dürfen sie uns nicht mehr Geld geben? Weil der Aufschwung wackelt. Da brauchst du doch nicht mehr Schwätze groß. Das hat doch gar keinen Wert. Wir müssten mal ein paar Monate lang gar nichts kaufen. Verstehst du? Nur noch Brot, Butter und Wurst. Da denen sie aber blöd gucken, die alten Brüder. Verstehst du? Boykottieren, randalieren, freiwillig rücken die nichts mehr raus. Wenn die sich erst mal was unter den Nagel gerissen haben, dann geben sie freiwillig gar nichts mehr. Nicht nur, wenn nur die, das ist das Problem, die geben uns nur noch was, wenn sie uns brauchen und sie brauchen uns nicht mehr. Das, da hängt's. Ich sag euch mal was. Mein Bub, warum der auf eine bessere Schule gekommen ist damals, nur wegen Sputnik, das war der einzige Grund. Arbeiterkinder aufs Gymnasium. Das hat nur geklappt wegen Angst vorm Russ. Das hätte die SPD noch 100 Jahre plakatieren können. Und es wäre nichts daraus geworden, wenn der Russ nicht den Sputnik abgeschossen hätte. Und da haben sie den Arsch voll gehabt und haben gesagt, so, jetzt brauchen wir die Arbeiterkinder, wir haben keine Ingenieure, wir wollen auch so ein Ding haben. Und dann haben sie sich Mühe gegeben mit unseren Kindern und haben in der Schule was geboten. Und heute ist gar nichts, verstehst du? Unsere Kinder, da kümmern sich einen Scheißdreck drum, die eigenen Kinder geben sie auf die Privatschule und das Handwerk wundert sich, dass wir keine Ingenieure haben. Da werden sie sich noch lang wundern. Wahrscheinlich werden sie so lange warten müssen, bis sie mal wieder in Sputnik um die Ohren fleht. Aber dann Chinesische von mir aus, das wäre mir sogar egal. Wisst ihr warum? Ist mir egal, ob sie von mir aus können sie auch vom Chines Angst haben, wenn sie unseren Kindern was haben. Hauptsache, sie machen überhaupt was. Wenn sie von uns schon keine Angst mehr haben, von mir aus welchem Chines, das ist mir egal. Und von mir aus können sie auch mal wieder anständig scheppern, das wird mir auch nichts ausmachen. Nur Angst dürfen wir nicht machen. Wir dürfen kein Attentat, sonst werden wir den Schäuble gar nicht mehr los. Das sage ich euch. Ja, Namen, Landsleute, freue mich. Ja. Wie lang? Ich habe mich mal wieder eingefunden, um heute Abend eine kleine Fortbildung abzuhalten zum aktuellen Anlass. Sie wissen, bestreitet die Bundesregierung ja, dass eine überwältigende Mehrheit der Bundesbevölkerung gegen Kampfeinsätze der Bundeswehr ist. Ich möchte dazu Folgendes grundsätzlich erklären. Die Bereitschaft für Kampfeinsätze eines Volkes entscheidet nicht die Bundesregierung, sondern ganz schlicht und einfach die Anzahl der Söhne im Land oder salopp ausgedrückt die Reproduktionsquote. Lassen Sie mich das kurz erläutern. Die Reproduktionsquote der Bundesrepublik Deutschland ist auf einem Allzeittief von 1,2 angelangt. Das heißt konkret, jede deutsche Familie produziert im Schnitt 0,6 Söhne. Die Null vorm Komma, die dürfte selbst Ihnen als Zivilisten deutlich machen, das reicht noch nicht mal, um in Friedenszeiten den Bestand zu sichern. Man muss derzeit in Deutschland zwei Familien zusammenlegen, um einen Sohn herstellen zu können. Das ist die prekäre Ausgangslage. Ich sage, eine völlig andere Situation. Das ist übrigens der tiefe Grund auch möglicherweise, warum wir in Europa relativ friedlich zusammenleben. Wissen Sie, woran das liegt? Die haben alle eine zu niedrige Reproduktionsquote. Nicht? Also wir mögen uns gar nicht in Europa und es fehlen einfach nur die Söhne, um die Konflikte auszutragen. Na, so. Kleiner Scherz. Nein, war nur ein ganz kleiner Scherz zur Auflockung. Eine völlig andere Situation finden wir dagegen in Regionen und Ländern, die eine Reproduktionsquote aufweisen oberhalb von 4,5. In solchen Ländern finden wir regelmäßig eine solide Basis für bewaffnete Auseinandersetzungen. Man könnte nach einer alten Faustregel einfach sagen, ab 3 Söhnen gibt's Krieg. Nicht? Das haut eigentlich immer ganz gut hin. Es gibt auch so eine alte bayerische Bauernweisheit, kennen Sie alle. Der erste Sohn kriegt den Hof,
Den zweiten Sohn kriegt die Kirche, den dritten Sohn kriegt der Krieg. Nicht? Heute, nicht wahr, reicht es noch nicht mal für den zweiten Sohn. Die Kirche geht auch noch leer aus. Merkt man auch ein bisschen, nicht wahr, an der Überalterung des klerikalen Führungspersonals. Nicht wahr? Was man da von Bischöfen und Kardinälen zu hören kriegt, sind ja keine Ausrutscher, da ruft die Geriatrie, nicht wahr? Aber kleiner Scherz natürlich. Ja. Nein. Nein. Vielleicht noch ein ganz kleines historisches Beispiel zum Beleg meiner Hypothese mit Reproduktionsquote. Der König von Preußen, der alte Fritz, den Sie hier natürlich nicht mögen, aber kennen sollten, der hatte eine Vision, Preußen als europäische Großmacht etablieren. Und dazu fehlte ihm etwas Entscheidendes, nämlich Söhne im Land. Das Kernland Preußens war Brandenburg. Das sah damals schon so aus wie heute auch. Nicht wahr? Öde und menschenleer. Der alte Fritz wusste sich aber zu helfen. Der hat den ostelbischen Landjunkern ein einzigartiges Angebot gemacht. Er hat ihnen gesagt, ihr könnt auf euren Gütern mit Gesinde, Markt und Bauer machen, was ihr wollt. Unter einer Bedingung. Ich kriege von euch einen Sohn. Und zwar nicht den dritten, sondern den Erstgeborenen. Und das war letztlich das Rückgrat von Europas modernster Angriffsarmee. Keine verkrüppelten Bauerntölpel, sondern kerngesunde Junkerssöhne. Mit denen konnte man Kriege führen und, wie Sie natürlich auch wissen, gewinnen. Wobei der alte Fritz, das muss man eben sagen, heute nicht mehr weit käme, wenn nur noch ein halber Sohn auf dem Gutshof rumhumpelt. Da müsste der Gutsherr schon tüchtig unter den Mägden wüten, nicht wahr? Oder einmal Boris Becker durch den Stall gejagt. Was? Kleiner Scherz. Schönen Abend noch. Ja, schön. Ein bisschen indische Gelassenheit könnten viele von uns im Land brauchen, weil wir zum Beispiel bei der Einkommensverteilung im Land langsam der Verteilung in Indien uns annähern. Ich zeige Ihnen das mal. Passen Sie mal auf. Hier, sehen Sie mal hier. Hier sehen Sie die Vermögensverteilung von 6 Billionen Euro Privatvermögen. Also genau genommen sehen Sie auf der linken Hälfte gar nichts davon. Nicht? Aber dafür steigt die Kurve elegant nach rechts oben an und kulminiert bei fast 2/3 des Volksvermögens, also bei 4 Billionen Euro, hier bei den obersten 10%. Wenn man da jetzt was von wegnehmen würde, würde die Kurve gestaucht und die Ästhetik würde ruiniert. Denn ich finde, die Kurve hat was Ästhetisches, finden Sie nicht? Und wenn man da jetzt was wegnimmt, dann staucht. Stauchen ist übrigens auch kein schönes Wort. Nicht, das klingt grob, finde ich, so ein bisschen gewalttätig. Nicht, wobei, wenn man zum Beispiel 1% abschöpft, beim Abschöpfen von 1% ganz rechts oben, was man mit bloßem Auge gar nicht erkennen würde, gehen immerhin 30 Milliarden zusammen. Das macht 10 Jahre Kinderkrippe. Aber es wäre eine unausgewogen einseitige Belastung. Nicht, wobei immerhin Abschöpfen der schönere Begriff wäre. Das kennt man oben von der Haute Cuisine zum Beispiel, nicht Abschöpfen von Fettaugen beispielsweise. Nicht. Nun achten Sie mal folgendermaßen, jetzt warten Sie, hier, eine bereits existierende Störung der Verteilungsästhetik finden wir am linken Rand. Die Verteilung läuft nicht sanft auf der Nulllinie aus, sondern durchbricht sie am linken Rand des Volkes nach unten. Das sind die 8 Millionen Bürger, die insolvent und hoch verschuldet sind. Also ein hässlicher kleiner Schwanz am linken Rand der Bevölkerungskurve. Nicht, nun gut, jetzt könnten Sie natürlich sagen, also Ästhetik, die geht den Habenichtsen sowieso am Gesäß vorbei. Nicht, aber vielleicht ist gerade das der Fehler, meine Damen und Herren. Nicht, sehen Sie, ich weiß nicht, ob Sie es auch beobachten, es gibt oft in Zeitschriften eindrucksvolle Bilder von Slums und Elendsvierteln in aller Welt, gerade auch aus Indien. Und da sieht man oft eine beeindruckende Würde und Ästhetik der Armut, schon im Kindesalter. Nicht? Also im Vergleich zu diesem dummdreisten Genörgel unserer Unterschichtkinder auf den Schulhöfen, nicht, und in diesen Nachmittagstalkshows, das ist doch eher also abstoßend. Nicht? Finden Sie nicht, wir sollten in der Grundschule eine Armutskultur vermitteln. Nicht zumal ja, 15% der Kinder arm eingeschult werden und auch bleiben. Wir könnten dadurch auch dieses alkoholschwangere Aufbegehren, Chancen unserer Hauptschüler, dem könnten wir was entgegensetzen. Eben indische Gelassenheit. Nicht so, wie sie die Regierungschefin praktiziert. Nicht? Wobei wir übrigens Gelassenheit nicht mit Tatenlosigkeit verwechseln dürfen. Die Regierung hat letzte Woche ordentlich was weggeschafft, meine Damen und Herren. Nicht, die Abgeordnetenbezüge sind maßvoll und behutsam erhöht worden, um die leichte Absenkung der Altersbezüge abzufedern, die man jetzt übrigens schon nach einem Jahr Bundestag bekommt und nicht erst nach 8 wie früher. Also eine ganz behutsame
Absenkung der Altersversorgung. Und nicht zu vergessen, nicht wahr, auch die Erbschaftssteuer ist neu geregelt worden. Und zwar ausgewogen und maßvoll. Das ist wichtig. Nicht einseitig, um hier das alles einer Seite anzulassen, rechts oben. Nicht, das war ja die Zielvorgabe von Koch und von Steinbrück, nicht wahr? Die Ästhetik der Verkeilungskurve darf nicht beeinträchtigt werden. Es muss bergauf gehen. Nicht? Genauso wie, so singen ja auch eben dann diese Gewerkschafter des Springer-Konzerns, 6 Euro sind doch auch ganz fair, nicht? Da freut sich Mahatma, nicht wahr? Na, aber jetzt mal, weil wir gerade bei sind, nicht? Der Koch, der hat doch auch einen Tupo, oder? Nicht? Also jetzt mal, wenn man den jetzt so erlebt, der hat jetzt Wale und hat die Hose gestrichen voll. Nicht? Der weiß noch, der Koch ist, der weiß genau, freiwillig wählen kann. Und jetzt braucht er eine Katastrophe, die noch größer ist wie er. Das sind die Leute wählen. Und jetzt läuft er rum und sucht. Weil die Nummer mit den Ausländern, die kann er nicht mehr machen, die hat er schon gehabt. Und gestern habt ihr das mitgekriegt. Gestern hat er ernsthaft erzählt, also Schulmädchen, die einen Sack über dem Kopf haben, die dürfen nicht in die Schule. Der hat doch einen Schatten. Verstehst du, das gibt's doch dort, dass die da von Afghanistan bei uns in die Schule gehen und kriegen von den Eltern einen Sack über den Kopf. Das gibt's doch gar nicht. Und da sagt er, das geht er verbieten. Ah, da hast du doch, ob der noch. Ne, das hat er, und dann als natürlich mit dem Ding, rote Flut, rote Bandite, das ist auch ein ganzes Leben so passen. Flut, verstehst du, da kennt er. Aber vor der Linke, da hat doch gar keiner mehr Angst. Ne, da hätten wir die Kommunisten. Ne, wenn Linke heute sagen täte, alle paar Wochen gehört ein Manager an die Wand gestellt. Da gibt es noch 2% dazu. Das, wobei ich jetzt zum Beispiel, jetzt mal von mir ausgesprochen, ich steh die gar nicht an die Wand stellen. Ich steh keinen Manager über den Haufen schießen. Das kenne ich gar nicht. Ich steh sage, Halbjahr Arbeitslage. Ja, Förderung der unternehmerischen Selbstreinigung. Freitags abends mit dem Kopf zuerst in die Badwanne, wie beim Ami. Das machen sie wie die Spuren, wenn sie aus dem Wasser wieder rauskommen. Verstehst du? Ja, wir haben doch der Ami sowieso als Vorbild. Da können Sie auch mal gucken, wie es ist. Ja, und das, dass die einen Arsch voll Geld verdienen, das ist doch auch nichts Neues. Ihr lieben Leute, muss man doch nicht so machen. Die haben doch schon ewig Pulver verdient, dass der schlecht wird. Der Unterschied zu früher ist doch nur, früher haben sie alles noch was übrig gelassen, dass die kleinen Leute voll leben konnten. Das ist der Unterschied. Aber das hat's. Wir haben früher immer gesagt, das ist der Widerspruch von Kapital und Arbeit. So haben wir das früher, dann hat der Mündefering erst mal gesagt, dass dieser Widerspruch von Kapitalarbeit, den gibt es nicht mehr. Da habe ich mich gleich gewundert, wo der auf einmal so schnell hin ist. Ja, und vielleicht war er gar nicht fort. Verstehst du? Und trotzdem finde ich es schade, dass der Mündefering fort ist. Nicht, weil so einen wie den kriegen wir nicht mehr. Einer wie der Mündefering, verstehst du, das, so Leute sterben aus. Sozialdemokraten von früher sind das. Und da kannst du doch nicht, jetzt hat wie der Mündefering fortgegangen ist, da haben sie den Kurt Beck gefragt, ob das die SPD schwächt, und hat der Depp gesagt im Gegenteil. Das kannst du doch nicht machen, das ist doch ohne Genossen Solidarität. Wie kann denn sowas sagen im Gegenteil? Natürlich ist das schlimm, wenn der fort ist. Warum geben sie es dann nicht so? Immer müssen sie sich aufpumpen, verstehst du? Auch wenn nichts aufzupumpen ist, alles pumpen sie sich den ganzen Tag auf. Und dann wundern sie sich irgendwann, wenn sie von den eigenen Leuten nicht mehr gewählt werden. Nicht? Und dann wird's, wo möchtest du, packt's den Koch noch einmal. Und zur Not mit dem Klima. Dann kommt 14 Tage lang Regen vor der nächsten Wahl, da steht's Wasser in Frankfurt bis oben hier am Eisernen Steg, dann nimmt der Gummistiebel und möchte auch noch Katastrophe helfen. Aber so hoch kann mir das Wasser gar nicht stehen, dass ich den wähle. Das sag, bevor ich bei dem das Kreuz mache, gebe ich den Griffel lieber ab. Das sag ich euch. Wenn ich ehrlich sein soll, werde ich überhaupt niemanden mehr fragen. Mir reicht das, wissen Sie? Wo man hinguckt, ich war religiöse Fundamentalisten. Es muss doch irgendwo zwischen demutsvollem im Gebet versinken und hysterischem Blut muss fließen, muss doch noch einen Platz geben für halbwegs vernunftorientierte Antworten. Stattdessen, was kommt, nicht wahr? Nichts als religiöser Schwachsinn breitet sich aus. Die hessische Kultusministerin Wolf beispielsweise möchte jetzt im Biologieunterricht behandeln, dass Himmel und Erde in 6 Tagen erschaffen wurden, inklusive allem, was da kreucht und fleucht. Der Arbeitsbeginn soll der 23. Oktober 4004 vor Christus gewesen sein. Da muss man sich doch nicht wundern, wenn hessische Kinder nicht mehr bei PISA mitmachen dürfen.
Nicht? Ja, hat sie gesagt. Ich war Frau Wolf und ihr niedersächsischer Unionskollege, der auch zufälligerweise kurz vor Landtagswahlen steht, lassen ihre Schulkinder nur noch zu deutsch-nationalen Schulvergleichen. Wahrscheinlich damit die Massenproduktion von PISA-Krüppeln nicht aktenkundig wird. Dabei hatten sie am Anfang noch, waren sie noch ganz begeistert, nicht? Siegestrunken haben sie dramatische Fortschritte bei PISA herausgelesen, bis ihnen ein Erstsemesterstudent erklärt hat, dass die ganzen riesigen Fortschritte nüchtern betrachtet eher zufällig gewesen sind. Im Gegensatz übrigens zu den Leukämiekindern, deren Qual nicht dem Zufall zu verdanken ist, sondern der Tatsache, dass sie in unmittelbarer Nähe eines unserer zukunftsträchtigen deutschen Atomkraftwerke aufgewachsen ist. Was aber nicht so schlimm ist, nicht? Da machen wir einfach noch eine Leukämie-Gala mehr. Nicht? Um die brauchen ja nicht dauernd die Ursachen zu erforschen, eliminieren, machen eine Wohltätigkeitsgala. Übrigens, weil wir gerade dabei sind, auch nicht zufällig war folgendes PISA-Ergebnis. Wenn am Ende der vierten Klasse bei gleicher Leistung eine Schulempfehlung ausgesprochen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Akademikerkind eine Gymnasialempfehlung bekommt, dreimal so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass dieselbe Empfehlung an ein Unterschichtkind ausgesprochen wird, obwohl die Leistungen beider Kinder gleich sind. Das ist doch eine weltweit einzigartige Selektionsrampe in unserem dreigliedrigen Schulsystem. Nicht? Sie müssen mir sagen, wenn Sie vom Gerechtigkeitsthema nichts mehr hören wollen, ich kann Ihnen auch was anderes erzählen. Die gutbürgerliche Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung beispielsweise befürchtet, dass die Einkommensschere in Deutschland noch weiter auseinandergehen wird. Und zwar nicht zwischen intelligenten und weniger intelligenten Schulabgängern, sondern zwischen Akademikerkindern und Kindern von Arbeitern und kleinen Angestellten. Das führt, sorgt sich die Frankfurter Allgemeine dazu, dass in leitende Positionen Menschen kommen, die zwar formal die Qualifikation erfüllen, aber eigentlich vollkommen überfordert sind. Das fordert wohlgemerkt der Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen, fördert das als Problem, dem man sich annehmen muss. Dämmert Ihnen da ein wenig etwas von einem überfälligen, zufälligen Zusammenhang zwischen unseren inkompetenten Führungsfiguren in deutschen Banken, Unternehmen und Parteien einerseits und unserem deutschen Schulsystem andererseits? In allen preisgekrönten Schulen Deutschlands werden die Oberschichtblagen mit den Schmuddelkindern zusammengebracht, spielen und lernen mit ihnen zusammen, mit Migrantenkindern und mit Behinderten. Und dann kommt Frau Annette Schavan als Krönung der Heuchelei, mischt sich unter die Preisträger, obwohl genau sie tagtäglich mit aller Energie daran arbeitet, dass dieses marode, dreigliedrige Schulsystem erhalten bleibt, während in ihrem Heimatland, in Baden-Württemberg, über 400 Rektoren trotz Androhung von Disziplinarstrafen energisch die Auflösung ihrer eigenen Hauptschulen fordern. In der Zeit kriegt übrigens ein Hartz-IV-Kind 1,76 € für Kultur und Bildung im Monat. Davon können Sie dem hoffnungslosen Sprössling 3 Minuten Flötentöne beibringen in der Musikschule oder 10 Minuten Nachhilfe. Vielleicht legt er aber auch seine 86 Cent, die er fürs Spielzeug im Monat kriegt, auf die hohe Kante und kauft sich zu Weihnachten einen Wurfstern zum Christfest. Wenn er rauskriegt und er Erfahrung kriegt, dass in Deutschland ein Durchschnittskind für 450 € Weihnachtsgeschenke bekommt. Aber genau an dieser Stelle, meine Damen und Herren, gibt es eine frohe Botschaft. Das Weihnachtsgeschäft ist rückläufig. Halleluja! Ein Haufen Mist und überflüssigen Dreck wird in den Regalen bleiben. Großartig. Wahrscheinlich allerdings nicht aus Einsicht, sondern wahrscheinlich eher aus Not oder aus Zukunftsangst. Aber immerhin, einem nackten Neger kann man nicht in die Tasche greifen, hat man früher bei uns gesagt. Und wir züchten jetzt eben weiße Neger. Ein neues Kapitel der Schöpfungsgeschichte, wenn Sie so möchten. Und wenn diese weißen Neger sich dann irgendwann einen Häuptling suchen, dann hat der als Amulett vielleicht ein Kreuz, aber eins mit Haken und Ösen. Schönes Bild. Ein Kreuz mit Haken und Ösen. Gefällt mir sehr gut. Sollte ich mir merken. Sowieso. Ich sollte überhaupt das sollte ich zur Weihnachtsfeier machen. Ich werde diese blöden Gewürzbilder werde ich in den Glühwein werfen und dann werde ich morgen zur Feier, werde ich etwas vortragen. Und zwar diesen Text. Nein, ich weiß noch besser. Hier, ich werde von hier um. Malmsheimer soll mir eine kleine Kanzel bauen. Hier. Und dann wird er das illuminieren und dann werde ich aus der Bibel vortragen. Ich nehme Jakobus. Jakobus Kapitel 5. Und nun, ihr Reichen, weinet und heulet wegen des Elends, das euch erwartet. Denn der Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgeerntet haben, um die ihr sie betrogen habt, den ihr ihnen vorenthalten habt, der Lohn der Arbeiter schreit und der Schrei der Schnitter hat die Ohren des Herrn erreicht. Großartig. Mansheimer, wir müssen sofort reden. Ein Lohn, von dem man leben kann. Schädlich fürs System. Interessantes System. Die Alternative dazu, ein Lohn, von dem man nicht leben kann. Der Rest, den
soll der Staat dazu geben, nicht? Das übrigens, dieser Vorschlag kommt genau von denen, die sonst immer sagen, dass sich der Staat raushalten soll. Genau die, die fürs Privatisieren sind, für Steuersenkung, die Gralshüter der freien Marktwirtschaft, die aber gerne auch mal ganz pragmatisch Sozialisierung empfehlen, wenn es Milliardenverluste gibt, die unsere Landesbanken verzockt haben. Die aber machen sich keine Sorgen um diese Verluste. Das deutsche Volksvermögen, meine Damen und Herren, hat im letzten Jahr um 230 Milliarden Euro zugenommen. Das macht pro Kopf knapp 3.000. Hätten Sie nicht gedacht, nicht? Haben Sie gar nicht gemerkt? Seltsam, das müssten Sie doch gemerkt haben. Oder ist bei Ihnen nichts angekommen? Obwohl Sie dem Volk zugehören, grämen Sie sich nicht, wenn Sie nichts davon abbekommen haben. Volkszugehörigkeit, meine Damen und Herren, ist etwas Ideelles, das sich über die Niederung des schnöden Mammons erhebt. Eine Fahne zum Beispiel hinter Kanzlerin oder Präsident, wenn Weihnachten oder Neujahr zu uns gesprochen wird, das ist mit Geld nicht zu ersetzen, meine Damen und Herren. Auch das Christkind hatte wenig und war doch zufrieden. Armut ist ein großer Glanz von innen, hat Rilke gesagt. Können Sie noch brauchen die nächsten Jahre, schätze ich. Nicht? Übrigens, die, ja, jetzt mal, Spaß beiseite. Jetzt hören wir mal auf, Witze zu machen. Völlig ernsthaft, meine Damen und Herren. Ich mache mir Sorgen um unser Volk. Die innere Sicherheit im Land ist tatsächlich bedroht. Die Jungen müssen Angst haben und sind bedroht von Kinderarmut, ihre Eltern von Altersarmut. Sie können heute nicht mehr sicher sein, dass sie von 40 Stunden Arbeit überhaupt leben können. Einen sicheren Arbeitsplatz, den können sie nur noch im Beamtenmuseum bestaunen. Selbst ihr Reihenhäuschen ist nicht mehr sicher, auch wenn sie ihre Raten bezahlen, weil die Bank ihres Vertrauens möglicherweise gerade den Kredit weiter verzockt hat. Und wohin wollen sie ihre paar Kröten bringen, die sie fürs Alter zurücklegen wollen, wenn sie überhaupt welche haben? Die Empfehlungen ihres Anlageberaters haben den gleichen Wahrheitsgehalt wie die eines Hütchenspielers. Casino-Kapitalismus, das hat Oscar Lafontaine gesagt. Es stimmt aber nicht. Das ist eine Verharmlosung. Im Casino, meine Damen und Herren, da gibt es strenge Regeln und eine staatliche Oberaufsicht. Aber da gibt's das nicht. Und wenn sie im Casino einer verzockt hat, da erschießt er sich wenigstens. Hier müssen wir auch noch seine Wettschulden bezahlen. Das war ja nur ein Witz von Herrn Priol, dass er gesagt hat, dass sie in Frankfurt reihenweise vom Hochhausdach gesprungen sind. Leider nicht. Hätten sie es wenigstens gemacht. Nicht wahr? Ich frag Sie, nicht wahr? Ich frag Sie ernsthaft. Nicht wahr? Was frage ich Sie? Was? Ich frage Sie nur als kleines Beispiel, was soll ein Bochumer Nokia-Arbeiter mit seinen Nokia-Aktien machen? Aktien, die er statt Lohnerhöhungen bekommen hat, damit er zukünftig die Unternehmenspolitik als Kleinaktionär mitbestimmen kann. Soll er die Dividende versaufen oder soll er zum Therapeuten gehen, damit er nicht irre wird? Er sollte die ganze Aktie versaufen, damit sie ihm nicht abgenommen wird, wenn er seinen Hartz-IV-Antrag unterschreibt. Das ist die Situation und da muss man sich doch Sorgen machen. Da muss man doch sagen, die Sicherheit ist bedroht. So ist die Lage. Habe ich was vergessen? Doch, natürlich. Entschuldigung. Terrorismus. Islamisten. Wie konnte ich das vergessen? Die anderen, wie heißen sie noch? Integrationsresistente Migranten oder wie man es jetzt höflich nennt. Die sind natürlich auch, die sind weiß Gott gefährlich. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Aber sie sind auch nützlich, meine Damen und Herren. Für die Zusammengehörigkeit des Volkes sind die außerordentlich nützlich, weil wir sie medienwirksam auf dem Altar der Massenmedien schlachten können als Sündenböcke statt des goldenen Kalbes, um das sie alle tanzen. Das wäre auch ein Satz, der ins Wort zum Sonntag passen würde. Ja, aber das, in letzter Zeit habe ich das öfters, beunruhigt mich. Ja, hoffentlich ist das keine Altersverscheinung, dass ich plötzlich immer auf die Bibel komme. Übrigens, wissen Sie, welche Bedrohung ich geradezu herbeisehne? Altersgewalt. Nach der Jugendgewalt Altersgewalt. Massenhaft hochaggressive Rentner und Pensionäre vor den nächsten Bundestagswahlen. Und dann möchte ich die Bild-Zeitung sehen, wenn sie auf ihre Stammwähler losgeht und sie diffamiert. Das gibt mal eine Abwechslung. Und übrigens der Mindestlohn, der wird überhaupt nicht mehr diskutiert bei der nächsten Wahl wahrscheinlich, weil die Union ihn haben wird oder haben möchte bis dahin. Der Merkel-Berater Bert Rürup, einer von den fünf Wirtschaftsweisen, der fordert ihn nämlich jetzt schon. Mindestlohn maximal 4,50 Euro die Stunde. Wissen Sie, was das ist? Das sind 180 die Woche. Ich sage Ihnen eins, dieser Rürup, entweder kann er nicht rechnen, will er nicht rechnen oder ist sonst komplett verwirrt. Das ist meine persönliche Überzeugung. So. Ja. Landsleute, sind wir ehrlich, wir wissen es alle, die Experten im Land sind sich auch einig, der Arm-Reich-Konflikt in Deutschland wird sich zuspitzen, der soziale Frieden ist passé. Und was heißt das? Bei zukünftigen Zusammenstößen, wer steht in vorderster Front? Der junge Mann natürlich. Und warum? Testosteron? Ja, ganz einfach, weil die Hormone beim jungen Mann das Kommando übernehmen.
Und Testosteron ist die klassische Kampfdroge. Das wissen wir doch alle nicht. In Vietnam, können Sie sich mehr erinnern, da haben es die Burschen noch mit Bourbon runtergeschluckt, die Tabletten, um die Angstattacken zu bewältigen. Unsere Radsporthelden spritzen sich das Zeug, um die letzten Reserven zu mobilisieren. Im Irak ist das Zeug mittlerweile als Depotimplantat im Oberarm der Marines, kann ferngesteuert abgerufen werden. Nicht Magic Testosteron. 2 weeks in a Blackwater Education Camp and you will be marinated in Testosterone. Nicht? Das ist so ein kleiner Werbeslogan für US-Söldner. Aber hat seinen bedeutenden Wert. Kulturanthropologisch außerordentlich wichtig. Sie kennen doch alle das Gebot Gottes, macht euch die Erde untertan, hätten wir ohne Testosteron nicht geschafft. Ein Geschenk Gottes an den Steinzeitmann, würde die hessische Kultusministerin sagen. Nicht da? Wir haben damals das Testosteron einer wichtigen Funktion. Der junge Steinzeitjäger bekam das Zeug und dann war er angriffslustig, mutig und hat die riesigen wilden Tiere erbeutet, mit nach Hause genommen. Sein Steinzeitweibchen, Hüterin des Feuers, testosteronfrei, kriegte praktisch die Jagdbeute als Herdprämie überreicht und die Steinzeitwelt war in Ordnung. Heute sieht es völlig anders aus. Der moderne Mensch braucht im Business kein Testosteron, eher hinderlich. Gleichzeitig produziert er es im Überfluss, nicht Überstimulation, kommerzieller Art. Sie kennen das alle. Ergebnis, nicht? Der Junge, das Unterschichtmännchen bringt ja kaum Beute nach Hause. Steinzeitweibchen ist unzufrieden, macht sich rar. Triebstau, Übersprunghandlung, haben wir den Salat, geht's ab nach Sibirien. Nicht, ja, nicht. Übrigens, Sibirien für Erziehungslager keine gute Wahl, wenn ich das sagen darf. Nicht, da ist schon einmal germanisches Testosteron eingefroren worden. Also man muss sagen, eine kleine Geschmacklosigkeit gegenüber den alten Kameraden, wenn mir diese Bemerkung erlaubt sein darf. Nicht. Aber eine Frage müssen wir noch abschließend beantworten. Kann die Bundeswehr hilfreich sein bei der Bekämpfung von Jugendgewalt? Ich sage es Ihnen ganz offen, sie kann und sie tut. Die Bundeswehr tut es heute schon bereits und zwar schnell, effektiv, präventiv. Sehen Sie mal. Der durchschnittliche junge Mann in Deutschland, der eine gewisse Gewaltbereitschaft zeigt, ist zu 90% männlich und er ist zu 70% wehrfähiges Alter. Was heißt das? Ein Teil davon ist bei uns. Was meinen Sie, was auf Deutschlands Straßen los wäre, wenn wir bei der Bundeswehr von den Burschen nicht immer ein gutes Drittel abschöpfen würden? Nicht? Die werden bei uns ruhig gestellt, liebe Landsleute. Und wir machen das effektiv und das klappt auch. Sehen Sie mal, auf der Straße rennen die rum und suchen ihre Identität. Bei uns, da wissen Sie, wer Sie sind. Das steht auf der Schulter. Und bei uns wissen Sie auch, wer irgendwas zu sagen hat. Das bin ich, das steht bei mir auf der Schulter. Nicht? Das ist eine überschaubare Sozialstruktur. Dazu eine klare Kommandosprache, kein Schachtelsatz, kein Fremdwort. Überschaubare Situation und als zentraler Aspekt führen durch Vorbild. Von äußerster Wichtigkeit. Pädagogisches Grundprinzip bei uns. Führen durch Vorbild, quasi ein Naturgesetz. Geht bei Mensch und Tier. Hund, Kampfhund zum Beispiel ja auch. Ein Kampfhund wird ja nicht bös geboren, Landsleute. Schlechtes Herrchen, böser Kampfhund. Gutes Herrchen, braver Kampfhund. Warum soll es bei dem Burschen nicht funktionieren, wenn es beim Hund funktioniert? Nicht? Und übrigens für die Sonderfälle, nicht wahr? Für die jugendlichen gewaltbegreiten Hooligans mit arischem Migrationshintergrund, nicht? Da hätten wir noch eine Spezialbehandlung, einen Trumpf in der Hinterhand. Roland Koch als Verteidigungsminister, vor dem haben die jungen Rechtsradikalen Respekt als Herrchen, nicht wahr? Ich glaube, ich werde morgen eröffnen mit einem Zitat. Ich werde Erwin Hoovers Parole für die Bundestagswahl 2009 nehmen. Freiheit statt Sozialismus. Der Spruch ist nicht mehr ganz frisch, aber für Hoover wird es reichen. Nicht, ja, der Spruch stammt übrigens von Hans Filbinger, ein berühmter Widerstandskämpfer im Dritten Reich. Die Freiheit ist übrigens auch in Gefahr an ganz anderer Stelle, sagt die FDP. Und zwar überall da, wo die Regierung den freien Kräften des Marktes im Wege steht. Da ist DDR ohne Mauer, hat Westerwelle im Bundestag gesagt. Beispiel. Also wenn man die freien Kräfte des Marktes walten lässt, dann entwickeln sich zum Beispiel Preise bei uns, die von den Herstellern im freien Gespräch miteinander abgesprochen werden. Nicht? Das ist also zum Beispiel bei uns Mehl, Schokolade, Medikamente, Waschmittel, Gas und Strom. Nicht? Und diese Preise, die werden nun nicht der Willkür des Zufalls überlassen, sondern die werden von den Herstellern im kreativen Miteinander zum höchstmöglichen Niveau angehoben, wodurch unser Wachstum doppelt profitiert, nämlich über die höheren Gewinne und über die höheren Preise. Und wenn dann das Kartellamt kommt und macht Razzien und Durchsuchungen, also quasi wie die Stasi, nicht in, also in einer DDR ohne Mauer, würde die FDP sagen, dann sind die Konzerne beleidigt. Nicht Henkel hat jetzt 25 Millionen zahlen müssen, will illegaler Preisabsprache, schon entlassen so 1000 Leute, haben wir den Salat. Nicht wer zahlt die Zeche, wir.
Gibt allerdings auch Beispiele für mustergültige Marktfreiheit. Gibt es auch. Das deutsche Eigenheim zum Beispiel. Ich weiß, Sie können sich noch erinnern, die dem Sozialismus artverwandte SPD, die hat zu Zeiten von Hans Filbinger und seiner Parole Freiheit statt Sozialismus, hat die mal die kleinen Leute in Deutschland enteignen wollen, die SPD. Damals geisterte ein böser Satz durch die Republik: Deutsche Arbeiter, die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen. Hier, echt. Ja. Und damals waren es Leute vom Schlage eines Erwin Huber, die das verhindert haben. Nicht. Und dieser ist jetzt als neuer CSU-Chef, als Filbingers geistiger Nachfolger, der Schutz unserer Hausbesitzer, mit dem Ergebnis, die Hausbesitzer sind frei wie noch nie in ihrem Leben. Die Hausbesitzer, ihre Kredite übrigens auch, die sind auch vollkommen frei. Die werden weltweit frei gehandelt. Allein die Münchner Hypo Real Estate Bank hat für 3,6 Milliarden Kredite an einen Finanzinvestor namens Lone Star verkauft, der dafür bekannt ist, dass er sehr kreative Inkassoverfahren hat. Gerne auch mal Zwangsversteigerung, gerne auch mal ohne, dass Sie mit Raten im Verzug sind. Sie sollten mal schauen. Nehmen Sie mal Ihren Darlehensvertrag, gehen Sie mal zur Bank Ihres Vertrauens, vielleicht nehmen Sie schon teil an der freien Spielart der Kräfte international und wissen es gar nicht. Aber nur keine Bange. Hauptsache, Sie werden nicht vom Sozialismus enteignet. Die FDP, wissen Sie, jetzt warten Sie doch mal. Ich bin noch nicht zu Ende. Jetzt verhunzen Sie einem doch nicht die Schlusspointe. Ich wollte sagen, die FDP übertreibt nämlich. Nicht Bankenland ist nicht DDR ohne Mauer. Bankenland ist Wilder Westen ohne Sheriff. Das war die Pointe. Das sind die richtigen Leute, das sind sie. So kann man sie packen, nicht wahr? So muss man die 68er anfassen. Fast wäre ich schon verzagt, weil Herr Priol mich ganz schwindelig geredet hat mit seiner Destruktivität, aber der will ja nur seinen Hintern retten. Was wir brauchen, um diese Leute wachzurütteln, ist eine Vision. Und die haben wir nicht, verstehen Sie? Die Linke hat doch auch keine. Staatssozialismus, das ist doch keine Vision. Das ist eine niederschmetternde Erfahrung. Die SPD, die taktiert ja bloß nur, bis sie nicht mehr weiß, wo es gerade ausgeht. Nicht wahr? Da sitzen noch Leute wie Helmut Schmidt im Nacken. Ein Mann, der Nikotinabhängigkeit nicht von freiem Bürgergeist unterscheiden kann. Ja? Der sitzt da, der hat mal gekarlauert, der Helmut Schmidt. Wer in Deutschland Visionen hat, der sollte damit zum Arzt gehen. Pah. Desillusionierte Flakhelfer-Generation. Armselig, nicht wahr? In der CDU ist doch genau dasselbe. Visionäre Konservative, wo sind sie denn? Da kommt einer wie Heiner Geißler, was sagt die CDU? Er soll aus der Partei austreten oder er soll zum Psychiater gehen. So geht's und verstehen Sie, da fehlt doch was. Heute ist ein besonderer Tag, wissen Sie das? Heute vor 75 Jahren hat eine große Vision ihren Anlauf genommen. Am 4. März 1933. Am 4. März 1933, als in Deutschland gerade Hunderte von aufrechten Demokraten von der Gestapo abgeholt wurden, da hat Präsident Roosevelt in Amerika die große Vision des New Deal, des neuen Gesellschaftsvertrages, verkündet und in Angriff genommen. Das ist eine Vision gewesen. Und heute spüren die Amerikaner, da ist wieder einer mit einer Vision. Barack Obama, sie spüren es alle in Amerika. Hoffentlich erschießen sie ihn nicht dafür. Da muss man sich dranhängen. Verstehen Sie, wo kommen denn die Idole her von den 68ern? Die kommen doch aus USA. Verstehen Sie, da muss man sich hinten anschließen. Wissen Sie, wie es in Amerika zuging, bevor ein New Deal angefangen hat, damals 1933? Das Land war verrottet und auf den Hund gekommen. Massenarbeitslosigkeit, ein völlig desolates Bildungssystem, Finanzkrise, Wirtschaftskrise und Superreiche, die das Volk ausgeplündert haben, aber in Wohltätigkeitsskalas kleine Almosen verteilt haben. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, und dann kam Präsident Roosevelt. Mit der ganzen Kraft des Primates der Politik hat er eine gigantische Umverteilung von oben nach unten in Gang gesetzt. New Deal, hat er gemacht. Wissen Sie, was er gesagt hat im Wahlkampf? Wir müssen die alten Feinde bekämpfen, hat er gesagt. Spekulanten, Kriegsgewinnler, rücksichtslose Banken. Die alten Feinde, die die Regierung nur als Anhängsel ihrer Politik betrachten. Ha, großartig, was? Und das war kein weltfremder Spinner. Das war kein Sozialist. Ein aufrechter Demokrat. Der Roosevelt. Und damit hat er das Land vorangebracht zu wirtschaftlicher Blüte, aber zum Wohle aller. Und jetzt ist ein Bush dran, der das Land auf den Hund bringt, zum Wohle der Reichen. Und wir dackeln hinterher und sind drauf und dran, dasselbe zu machen. Das muss man umdrehen. Das sehen Sie. Man muss sie wachrütteln, hinten dranhängen. Die 68er muss man am Kragen packen. Ich werde sie so lange schütteln, bis der Kalk rieselt an ihnen. Ich werde Beck eigenhändig aus dem Bett holen. Ich werde ihn rasieren und einweisen. Ich werde ihm sagen, Beck, werde ich sagen, ich sage, Beck, werde ich sagen, nicht. Ich werde sagen, Beck, es gibt viel zu tun, nicht? Ja?
Ich werde sagen, back werde ich sagen, es gibt viel zu tun. Als erstes packen wir uns die Reichen, aber nicht nur verbal, sondern handgreiflich. Meinetwegen auch an der Ehre, aber Hauptsache handgreiflich. Wir packen sie an der Ehre am Kragen, sollten wir sie packen. Da ist die Ehre empfindlich gegen Sauerstoffmangel. So muss man mit ihnen reden, werde ich sagen, Beck. Denken Sie dran, aus einem verzagten Hintern kommt kein kraftvoller Furz. Das werde ich sagen. So muss man es machen. Das ist neu auf dem Markt. Haben Sie schon gehört davon? Die Tötungsmaschine nach Dr. Kusch. Ist interessant, ist ganz frisch auf den Markt gekommen. Ich habe sie hier, schauen Sie mal. Das ist die Tötungsmaschine nach Dr. Kusch. Das dahinter, das ist Dr. Kusch. Er ist Vorsitzender des Vereins Roger Kusch Sterbenshilfe e.V. Was, erinnern Sie sich an ihn? Ja, Kusch war Justizsenator und Lebensgefährte unter Ole von Beust. Zu Zeiten, als uns Ole mit Hilfe von Barnabas Schill, einem koksenden Rechtspopulisten in Hamburg, eine Regierung gebildet hat. Und zwar ohne Wortbruch. Ganz ohne Wortbruch. Nicht? Das hanseatische Bürgertum ist berühmt für seine Toleranz. Nicht? Also diese Maschine übrigens nicht, die injiziert auf Knopfdruck automatisch Gift. Die Tatherrschaft liegt bei Ihnen als Kunde. Diese Patientenverfügung und Erbschaft können Sie alles gleich bei Kusch mit unterschreiben. Das ist die neue Schwerpunkte seiner Spezialkanzlei, die er dazu gegründet hat. Und der größte Vorteil ist allerdings, Sie müssen nicht mehr extra in die Schweiz, um auf dem Bahnhofsparkplatz von Zürich Ihr jämmerliches Dasein zu beenden. Sie können im eigenen Bett sterben. Die Maschine passt an jede Steckdose. Er hat sogar gesagt, die ersten Einsätze sind kostenlos, also zögern Sie nicht zu lange, meine Damen und Herren. Nicht? Das, gut, ich gebe das zu, die sieht jetzt nicht gerade prima aus, die Maschine, aber das sollte Sie nicht abschrecken, das ist der Prototyp. Nicht? Also bevor so eine Tötungsmaschine in, sagen wir mal, in die Serienproduktion geht, da müsste noch mal ein Industriedesigner dran, das Auge stirbt ja mit quasi, nicht da. Sollte Sie das irgendwie stören oder abstoßen, ich rate Ihnen ab. Wenn die kommerzielle Verwertung und Serienproduktion einer Selbsttötungsmaschine sich irritiert, dann irritiert sie was an der falschen Stelle, meine Damen und Herren. Unser soziales Gefüge, unsere Gesellschaft ist durchsetzt und verseucht von kapitalistischen Verwertungskriterien und kommerziellen Gedanken. Warum sträuben Sie sich dann ausgerechnet gegen eine Kommerzialisierung in dem Augenblick, wo Sie die Nase voll haben davon? Von einem Land, in dem wir demnächst mehr Schönheitschirurgen haben werden als Hausärzte, die bereit sind, für 8 Euro einen unheilbar Kranken zu Hause zu besuchen. Nicht da? Das ist übrigens dann das kleinere Übel gegenüber Dignitas. Das sollten Sie bedenken. Die haben übrigens von Gift jetzt umgestellt. Dignitas nimmt kein Gift mehr, sondern eine Tüte Helium. Dann sparen Sie nämlich die beiden Gutachterärzte. Ist übrigens meiner Meinung nach wirkungsphysiologisch sehr elegant, mit Helium vergasen, schnell, geruchs- und geschmacklos. Hat vielleicht einen kleinen historischen Beigeschmack, aber wenn Sie mich fragen, das ist, glaube ich, eher ein Problem der Überlebenden, wenn Sie mich fragen. Ich darf mich kurz vorstellen, Sanfleben, Oberstleutnant, habe anstaltsintern eine kleine Fortbildung vorbereitet. Thema heute, Karte, 5 Jahre Irak, Krieg oder Sieg. Für uns kein ganz unbedeutendes Thema, liebe Landsleute, nicht wahr? Wenn Frau Merkel etwas früher dran gewesen wäre, dann säßen wir heute im Irak und Sie auf einem Sitz im UN-Sicherheitsrat, nicht wahr? Oder anders ausgedrückt, wer mitreden will, muss bereit sein, Opfer zu bringen. Politiker reden mit, wir bringen die Opfer. Schauen wir uns das Ganze mal an. Tabelle. Wir haben hier die üblichen Werte, die brauche ich Ihnen gar nicht vorzustellen, die sind Ihnen bekannt. Etwas Interessantes vielleicht, ein paar Spezialwerte für Fachstrategen, nämlich die sogenannten Relation-Indizes. Zum Beispiel hier, den ersten, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist der sogenannte ZOFF, Cash Oil Flow. Das ist die Relation von Kriegskosten zu Ölproduktion. Liegt derzeit bei $100 pro Barrel Öl. Ziemlich genau das, was auch in Rotterdam auf dem Spotmarkt verlangt wird. Prima, könnten Sie jetzt sagen, nicht wahr? Da haben die Amerikaner ja gar nichts draufgelegt. Schöne Idee, aber falsch gerechnet, Landsleute, denn das haben Sie ja schon bezahlt, bevor das Öl überhaupt kommt. Das müssen Sie nochmal bezahlen, haben Sie schon einen Riesen hingelegt. Ja, also ein Sieg sieht anders aus, würde ich mal sagen. Vielleicht hat aber Herr Busch denselben Rechenfehler gemacht. Ja, ein kleiner Scherz. So, schauen wir uns den nächsten. Der nächste Insatz geht um die Kosten beim Humanmaterial, Landsleute. Hier stelle ich Ihnen den DSOF vor, den Dead Soldier Oil Flow, die sogenannte Pro-Kopf-Förderung. Die liegt im indizierten Wert stabil bei 1. 2 tote Soldaten pro Tag, entsprechend 2 Millionen Barrel Öl, also ein solider
Eins, das ist übrigens absolut betrachtet ein sehr schöner Wert. Zwei tote Soldaten am Tag, das ist für einen Bodenkrieg allererste Sahne. So viel werden an der Heimatfront allein in Washington jeden Tag erschossen. Also, Sie sehen, es ist alles relativ, nicht wahr? Ja, das ist Einstein. Nicht? Wenn neben Ihnen jemand tot umfällt, dann wirken Sie relativ lebendig, nicht wahr? Ja, war. Ja, nein, ist ja schon gut. Nicht, das war. Sie nehmen es mir. Ich denke, Sie nehmen es mir nicht übel. Ich sehe ja, dass Sie krank sind. Kleiner Scherz. Na gut, Landsleute, einen anderen Index sollten wir uns unbedingt noch ansehen. Das ist ein Klassiker, nämlich der sogenannte HDC-PCPA, der Human Capital Exit Percent per annum. Das ist die Relation zwischen Mortalitätsrate und dem eingesetzten Humankapital. Im Irak sind das 150.000 Stück. Hier haben wir einen äußerst stabilen Wert beim HCE von 0,5, das heißt konkret, die Amerikaner verlieren in jedem Jahr nur 0,5% der eingesetzten Truppen. Da kann man, weiß Gott, nicht meckern. Die Wehrmacht hätte sich totgelacht bei diesem Index. In Relation übrigens äußerst interessant. Wir schauen noch mal in Afghanistan rein. Tabelle. In Afghanistan schauen wir uns den HCE an von allen Ländern. Hier ist nämlich Spitzenreiter, einsam ganz vorne Kanada. 1,2, ein beachtlicher Wert. Die Amerikaner genauso hoch im Verlustindex wie auch im Irak. Äußerst interessant. Deutschland, können Sie erkennen, weit abgeschlagen, unter ferner Liefen, kleiner 0,1, also noch nicht mal im Promillebereich. Gilt übrigens alles wohlgemerkt nur für die Toten der eigenen Seite. Die einheimischen Verlustzahlen werden überhaupt nicht gezählt. Die werden zum Jahresende grob geschätzt. Um nun, liebe Landsleute, unserer Bundeskanzlerin einen Platz im Sicherheitsrat zu verschaffen oder etwa bei der NATO, bei der Änderung der amerikanischen Hau-drauf-Strategie mitreden zu dürfen, müssten wir unsere deutschen indizierten Verluste um das Fünffache geschätzt anheben. Das, wissen wir alle, können Sie nachvollziehen, natürlich nüchtern betrachtet, ist nicht zu machen. Nicht mit unserer Truppe. Unsere Hardware ist veraltet, die Software übergewichtig, der Auftrag weder Fisch noch Fleisch und es fehlt letztlich auch am Esprit. Das kann ich Ihnen beweisen. Bild dazu, nicht wahr? Wir haben keinen Prinz Harry, meine Damen und Herren. Bild hat Prinz Harry in Afghanistan besucht. Kommentar Bild, er lebt gefährlich, dreckig, spartanisch, aber Harry sagte zu Bild, mein Frontalltag ist einfach toll. So sieht's bei den Engländern aus. Wir, liebe Landsleute, wir haben keinen Prinz Harry. Unsere Prinzen heißen Ernst August und die machen sich nur noch dreckig, wenn sie sich im Suff ans eigene Bein pinkeln. So ist die Lage. Schönen Abend noch. Wiederschauen. Vielleicht darf ich mich Ihnen kurz vorstellen, meine Damen und Herren. Ich komme von der Stiftungsinitiative Leben jetzt. Wir sind ein Projekt der großen Stiftungsinitiative Marktwirtschaft mit Zukunft. Wir sind in der Weihnachtszeit verstärkt unterwegs, weil wir der sicheren Erkenntnis sind, dass gerade in der Vorweihnachtszeit sehr viele Menschen an die wachsende Armut im Land denken. Und das sollten wir auch tun, meine Damen und Herren. Es gibt immer mehr Menschen, die arm sind, immer mehr Menschen, die von der Hand in den Mund leben, die oft auch Angst haben, in Altersarmut zu sterben. Was sind das für Leute? Vielleicht wissen Sie es, es sind oft die Alleinerziehenden, es sind die Geringqualifizierten, es sind die demotivierten Hauptschüler, aber auch schon mal Akademiker, die Geisteswissenschaften für einen Beruf gehalten haben. Diese alle, meine Damen und Herren, diese Leute alle, diese wachsende Zahl der Hartz-IV-Empfänger verdient unsere Aufmerksamkeit. Wir möchten Ihnen heute Abend etwas vorstellen. Sehen Sie mal, diese Menschen, die können derzeit keinen Impuls geben für unser Wachstum. Aber das ist ja nicht deren Verschulden. Ich meine, so haben wir ja Hartz IV extra konzipiert, dass kein Geld übrig bleibt, dass wir einfach so zum Einzelhändler oder shoppen gehen können. So sind wir auf den Höchstsatz gekommen von 345 Euro. 20 Euro weniger, fangen Sie an zu randalieren, 20 Euro mehr, rausgeschmissenes Geld. Ja? Wenn Sie diesen Leuten jetzt einen einmaligen Warengutschein geben, dann verpufft die Wirkung in kürzester Zeit. Steuersenkungen haben die Leute nichts davon. Kindergelderhöhung wird von Hartz IV abgezogen. Und für diese Leute nochmal neue Staatsschulden aufnehmen, ich denke, das können wir den hart arbeitenden Leistungsträgern unserer Gesellschaft nicht wirklich vermitteln. Und unsere Stiftungsinitiative Leben jetzt möchte dem allen Rechnung tragen. Wir möchten dem Land und den Schwachen im Land helfen. Aber wir möchten, dass es ein Geben und Nehmen ist. Wir möchten keine demütigen Almosen geben. Wir haben einen völlig anderen Ansatz. Wir suchen 1 Million Menschen. Und zwar eine bestimmte Million. Und zwar die Million Hartz-IV-Empfänger, die zwischen 20 und 30 Jahre alt ist. Sie werden sich fragen, warum gerade die? Ich sage Ihnen, es ist ganz einfach. Unsere Kosten-Nutzen-Analysen zeigen sehr deutlich, diese Problemgruppe hat das größte Potenzial, um die Rezession abzufedern in Deutschland. Klingt unwahrscheinlich, lässt sich aber durchrechnen. Ich zeige es Ihnen mal, meine Damen und Herren.
Ein Arbeitsloser oder ein Hartz-IV-Empfänger in Deutschland kostet im Schnitt 700 Euro pro Monat die Volksgemeinschaft. Das steigert sich im Alter, gegen Ende geht es bis zu 1200 Euro, wobei die ja nur 345 Euro kriegen. Der Rest sind Zuschüsse, Verwaltungskosten, dann kommen eben Hochleistungsmedizin, personalintensive Pflegekosten dazu. Das summiert sich alles auf. Beim notleidenden Einzelhandel taucht als Nutzen nur 50 Euro maximal im Monat auf von Hartz-IV-Empfängern. Das ist nicht viel, meine Damen und Herren. Wenn wir das aufsummieren bis zum statistischen Tod eines Hartz-IV-Empfängers mit etwa 80 Jahren, dann kostet ein Hartz-IV-Empfänger bis zu seinem statistischen Tod 600.000 Euro, die Volksgemeinschaft. Aber der notleidende Einzelhandel, der kriegt davon nur insgesamt 33.000 Euro. Wenn wir da die Rendite ausrechnen, ich weiß nicht, ob Sie das können, man teilt Nutzen durch Kosten, dann haben wir eine Rendite von 5,5%. Und das bei einer so langen Laufzeit, meine Damen und Herren. Für sowas, für so eine Rendite, 5,5%, da steht Josef Ackermann morgens noch nicht mal auf. Ja? So, das ist der Status quo. Aber jetzt unser Projekt Stiftungsinitiative. Wir wollen diese Millionen Menschen freisetzen. Ablösen von Hartz IV. Wir wollen diese Leute aus der Behördenbevormundung raus. Wir wollen ihre Eigenverantwortung stärken und geben ihnen dazu als Starthilfe 600.000 Euro. Warum 600.000? Vielleicht haben Sie es schon gemerkt, es ist genau die Summe, die Sie sowieso kosten. Bis zu Ihrem statistischen Tod kosten Sie sowieso 600.000. Das Geld geben wir denen und sagen, Haus auf den Kopf. Wobei wir es Ihnen natürlich nicht auf einmal geben können. Mit so viel Geld werden solche Leute nicht umgehen können, das ist ja klar. Wir geben es Ihnen 30 Jahre lang Monatsrente. Wissen Sie, wie viel das ist? 1.666 Euro. Das ist kein Pappenstiel. Nach unseren Schätzungen, bei konservativen Schätzungen, gehen davon 2/3 direkt in den Konsum beim Einzelhandel. Das sind dann 1.000 im Monat, meine Damen und Herren. Erinnern Sie sich, beim Hartz-IV-Empfänger waren es 50, da sind es 1.000. Das ist ein Steigerungsimpuls um das 20-fache. Das summiert sich bis zum Lebensende auf, bis auf 360.000 Euro. Da ist die Rendite 60%. Allein durch Verdichtung und durch Laufzeitverkürzung. Wir geben diesen Menschen eine einzigartige Chance. 30 Jahre lang abgesichert, aber bescheiden leben. Das ist eine ganze Menge, meine Damen und Herren. Und die geben uns aber alles zurück, nämlich durch Wachstum. Es ist ein Pakt auf Gegenseitigkeit. Oder wie wir in der Volkswirtschaft sagen, eine Win-Win-Situation. Und dann nach 30 Jahren werden diese Menschen glücklich und zufrieden mit unserer Hilfe die Augen schließen. Ohne Siechtum, ohne Altersarmut. Diese Menschen werden bis zum Schluss ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft. Wir könnten Renten, Pflege und Altersversorgung stabilisieren. Und wir hätten, meine Damen und Herren, Menschenwürde neu gestaltet. Und zwar so gestaltet, dass sie von möglichst vielen, gerade der Schwachen, bis ans Ende ihrer Tage positiv erlebt werden kann. Denken Sie mal dran. Unser Projekt heißt Leben jetzt. Und wir gehören zur großen Stiftungsinitiative Marktwirtschaft mit Zukunft. Frohe Weihnachten. Haben Sie es mitbekommen? Josef Ackermann hat jetzt gesagt, Verstaatlichung und Enteignung deutscher Banken sei durchaus sinnvoll. Nee, müssen Sie mal vorstellen, Verstaatlichung und Enteignung. Allein der Wortgebrauch gilt doch im bürgerlichen Lager als gefährlich oder toxisch, wie die Spekulanten und Giftmischer sagen würden. Nicht, wobei man, also Verstaatlichung und Enteignung ist in Deutschland tatsächlich normal, aber schon lange. Wenn zum Beispiel bei uns eine Autobahn gebaut wird und Sie verkaufen Ihr Haus nicht oder wollen das Land nicht hergeben, ganz normal. Oder wenn Sie Ihre Schulden nicht bezahlt haben. Jede Zwangsversteigerung ist doch eine Enteignung. Nicht, wir sollten das ideologiefrei betrachten. Ich gebe ein Beispiel. Schauen Sie mal das Bild hier an. Das hier zum Beispiel, das ist das neue Weltpressefoto des Jahres. Darauf sehen wir einen Polizisten, der mit Waffe im Anschlag ein Haus durchsucht. Im ersten Moment denken Sie, ja, kennen Sie alles nicht aus amerikanischen Krimis, aber es gibt einen kleinen Unterschied. Auf diesem Bild ist ein Polizist, übrigens in Cleveland, Ohio, der jagt keine Einbrecher, sondern der ist beauftragt, die Besitzer aus dem Haus zu jagen, weil das Haus zwangsversteigert wurde. Cleveland, Ohio. In der Gegend hat Josef Ackermann gerade 1.000 Häuser zwangsversteigern lassen. Stellen Sie sich mal vor, das Bild käme aus dem Büro von der Hypo Real Estate in München. Nicht? Ja, machen wir mal. Kleiner Scherz. Ja, ja, aber dann, ich habe zu dem Thema noch einen ganz ungewöhnlichen Satz für Sie. Und zwar der amerikanische neue Geheimdienstkoordinator hat gesagt, die globale Finanz- und Wirtschaftskrise ist für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten eine größere Bedrohung als alle Al-Qaida-Terroristen zusammengenommen. Das ist neu. Gilt im Übrigen auch für uns. Wobei nicht für alle. Für Wolfgang Schäuble wird das nicht gelten. Der hat immer noch denselben Feind. Sein größter Feind trägt Bart und spricht Akzent. Nicht? Ganz, ganz anders übrigens dagegen im Kanton Zürich in der Schweiz. Da spricht der neue Feind auch Akzent, trägt aber selten Bart. Nicht? Die Züricher haben in einem Volksentscheid entschieden, dass sämtliche Steuerprivilegien für ausländische Multimillionäre komplett gestrichen werden. Nicht? Und seitdem ist unser Müller, Milchmüller, ist wieder auf der Flucht, hört man. Nicht? Ja. Wie fanden Sie jetzt diesen Übergang?
Also ich meine das mit dem, wissen Sie, was ich meine? Nicht mit dem Feind und Bart mit und ohne Akzent. Fand ich eigentlich ganz gelungen. Man könnte sagen, es war ein bisschen narzisstisch verspielt, aber so im Großen und Ganzen nicht, war eine filigrane Auflockerung einer an sich spröden Materie. Ja, das kommt drauf, weil ich bin in der Therapie angehalten worden, mich auch mal zu loben, wenn mal was Erwähnenswertes dabei sein sollte. Nicht das. Deswegen haben wir, ja, danke. Ja, schon gut. Ja. Nein. Sie nicht, ich soll mich loben. Aber gut, ich werde es als Feedback in die Gruppe tragen. Ja, wo waren wir stehen geblieben jetzt? Ja, Sie werden es nicht wissen. Ich weiß, meine Damen, die rasante Veränderung der Normalität. Ich gebe Ihnen nur noch eine ganz kurze Anekdote für die Feinschmecker. Als weltweit größter Betrüger gilt derzeit der amerikanische Fondsmanager Madoff. Bei seiner Verhaftung kamen zwei FBI-Agenten, klingelten bei ihm und sagten, guten Tag, wir suchen eine harmlose Erklärung für einige seltsame Dinge. Und dann hat der Madoff gelächelt und hat gesagt, es gibt keine harmlose Erklärung. Da steckt alles drin, finde ich. Nicht. Für diese weltumspannende Krise gibt es keine harmlose Erklärung. Deswegen gibt es auch kein Weiter-so. Deswegen werden wir aufräumen müssen und das Lamento wird groß sein. Das darf uns aber nicht stören, denn wer einen Sumpf trockenlegen will, darf nicht die Frösche fragen, selbst wenn sie so laut quaken wie die Westerwelle auf aller Welt. So, was sagen Sie? Ganz entscheidend. Ja. Aber Sie das im Fernsehen gesehen neulich, wie der Steinmeier Reklame für das Buch von Westerwelle gemacht hat? Nein. Haben Sie es nicht gesehen? Nein. Also wie können die Westerwelle sowas machen? Das muss ich Ihnen sagen. Beim Westerwelle, das geht doch nicht sowas. Für was willst du denn als Sozialdemokrat überhaupt noch auf die Straße gehen, wenn du den als Partner kriegst? Das ist, verstehst du doch, kriegst du doch, wenn der Münde Moi sagen geht, auf sie mit Gebrüll. Da wärst du dabei, verstehst du? Da geht's doch einmal los. Aber mit so einem Säckel da, kannst du, wenn's gegen die Bagage geht, da plakatier ich noch mal die ganze Nacht, wenn's sein muss. Aber man kann denen doch nicht noch so Honig ums Maul schmieren. Das geht doch. Oh, hab's mir so gegangen. Kleine, danke. Ja, aber ich bleib beim Kotzen. Gerne. Ja, sieh, das ist nämlich, aber man darf auch nicht nur lamentieren, das ist auch verkehrt. Es hat auch gute Zeiten für die Arbeiter gegeben. Das muss man auch manchmal, das darf man nicht vergessen. Haben Sie das mitgekriegt, wie der Schießer jetzt pleite gegangen ist? Ja. Haben Sie den noch gekannt, den Schießer? Das war ja nicht erst in der Firma, verstehst du? Der Schießer, unerwäsch vom Schießer. Sie sind so jung dafür. Das war mal was Besonderes. Das weiß ich noch. Zu der Zeit, wie wir früher als noch, wir haben ja noch für den freien Samstag geschneit, für die 40-Stunden-Woche. Das war damals, da hat der Schleier noch mit der Bundeswehr auf uns schießen wollen, wenn er es gedürft hätte. So Zeiten waren das. Und da, in der Zeit, wissen Sie was, mir die Mutter mal an Weihnachten unter den Weihnachtsbaum gelegt hat. Er kann nicht durchschießen. Tatsache. Und da habe ich gesagt, das weiß ich noch genau, wie heute, da habe ich gesagt, Mutter, wenn wir uns all eines Tages Schießerleichteste kennen und eine Garnitur zum Wechseln, dann haben wir es gepackt. Ja? Verstehen Sie? Ja. Und das war ja... Und eines Tages haben wir ja, jeder von uns hatte Garnitur Schieße gehabt und zum Wechsel, jetzt für Sonntags und Feiertags. Oh. Und jetzt, was ist jetzt? Na? Jetzt ist er kaputt, der Schieße. Meine Enkelkinder, die wissen gar nicht mehr, was ist. Die werden die Unterwäsche aus China haben. Da werden Kinder, wenn die Nähe in China 80 Stunden Woche für einen Hungerlohn. So haben wir uns den Fortschritt damals nicht vorgestellt, dass sich woanders für uns die blinken Finger blutig schaffen, verstehst du? So ist es doch. Und ich brauche sowieso keine Unterhose mehr. In ein paar Jahren, wenn die Mutter vor mir geht, da komme ich ins Heim. Da gibt es nur noch Pampers und Katheter. So ist es. Und wenn dann der Münde sagt, jetzt geht noch einmal auf die Westerwelle. Wissen Sie was, da tät ich in Pampers plakatieren. Das sage ich Ihnen. Landsleute, bei allem Respekt, aber es müssen auch eins bedenken. Als Berufssoldat hat man natürlich punkto dieser Amoklaufgeschichten und so eine sehr professionelle Sicht. Nicht? Und da kann ich Ihnen nur eins dazu sagen. Zunehmende Bewaffnung ist nicht auf pubertierende Schüler beschränkt. Nicht? Wir haben ja eine Privatisierung der Gewalt auf breitester Front, weltweit. Nicht? Das Gewaltmonopol des Staates, das bröselt doch an allen Ecken. Es gibt in Deutschland mittlerweile Ortschaften, da geht die Staatsgewalt nur noch auf die Straße, wenn die Neonazis Feierabend haben. Nicht? Das ist ja alles schon Realität. Wir haben in Italien oder in Mexiko, da probt das organisierte Verbrechen die Übernahme kompletter Provinzen. Nicht? Und dann noch die privaten Militärfirmen. Kriegt ja hier gar keiner mit. Private Militärfirmen sind die letzte große Wachstumsbranche, die wir in dieser Krise überhaupt haben. Nicht?
zweistellige Milliardenumsätze, volle Auftragsbücher. Nicht? Allein im Irak stehen Private Security Leute in der Größenordnung von 200.000 Mann, Kopfstärke. Nicht? Und die müssen auch bleiben, sonst kommen die Amerikaner ja lebend gar nicht raus aus dem Irak. Nicht? Nicht? Nur mal nebenbei. Nicht? Und alle sind 1A bewaffnet, was ja, sagen wir mal so, für uns andererseits auch wieder was Positives hat. Nicht? Wir haben ja schließlich beim Waffenexport auch immerhin Platz 3 in der Rangliste. Nicht in der Weltrangliste und von daher. Also wie gesagt, diese privaten Firmen sollte man im Auge behalten. Ich denke, das ist die Zukunft, nicht, muss man sagen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Bei der kroatischen Großoffensive gegen die Serben, war Frühjahr 95, da hat eine Privatfirma den Angriff geführt. Nicht? Geplant, kommandiert und geführt. War die Firma Military Professional Resources Incorporated. Virginia, Amerika, war eine große Nummer damals, großer Erfolg. Gehen übrigens jetzt auch an die Börse. Nicht? Nachvollziehbar. Ja, also übrigens, weil wir gerade auf dem Balkan sind, nicht? Wir haben ja heute noch ein historisches Datum. Heute vor 10 Jahren fiel der Startschuss zum Kosovo-Krieg. Das sollte man eigentlich auch mal feiern in Deutschland, nicht? Das ist ein ich bitte Sie, das ist ein Wendepunkt deutscher Nachkriegsgeschichte. Die Rückkehr Deutschlands in die Gemeinschaft kriegführender Völker. Und das mit ehrenwertem Motiv, nicht? Militante Humanität als tätige Reue. Seitdem können wir uns wieder überall blicken lassen, nicht wahr? Und das ist, das muss auch manche übrigens nicht hören, das ist ein Erfolg von Rot-Grün. Das hört man ja nicht gerne. Muss man aber mal sagen, nicht wahr? Ohne das Gespann Schröder-Fischer wäre das nicht möglich gewesen. Hätten wir damals ein Führungsduo gehabt, Stoiber-Schönbohm, nicht? Wenn die den Marschbefehl für die Bundeswehr gegeben hätten, da wäre die im Häuserkampf an der Heimatfront hängen geblieben, nicht wahr? Ja, ja, kleiner Scherz. Nicht? Aber dann nämlich ganz kurz. Aber ich will... Ernst, Leute, noch einen kurzen Gedanken an diese Diskussion von wegen Waffenbesitz und so. Wenn jemand ein diffuses Bedrohungsgefühl in unserem Land hat und der bekämpft das mit der Pistole auf dem Nachtkästchen, das ist natürlich objektiv Unfug und Blödsinn. Aber auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, wer jemals als Mann eine schussbereite, durchgeladene Pistole in der Hand gehabt hat, nicht, das ist was Besonderes. Nicht, das können ja viele gar nicht nachvollziehen, probieren Sie es mal aus. Na, ich bitte Sie, das geht durch den ganzen Körper, sowas stimuliert. Und da kann von mir aus Alice Schwarzer noch 100-mal Interviews geben und erzählen von Ejakulationsfantasien und Penisverlängerungstheorien, ist mir egal. Verstehen Sie? Die Hand- und Faustfeuerwaffe ist die Königin der Distanzwaffen. Und Heckler und Koch ist der Rolls-Royce oder den Handfeuerwaffen. Das ist eine deutsche Erfindung. Da können wir auch mal dazu stehen, kann man auch mal stolz dazu sein. Die Distanzwaffe ist nichts Schlimmes. Ihr verdanken wir Männer letztlich den Sieg im Kampf gegen die Natur. Wäre ohne die Distanzwaffe überhaupt nicht möglich gewesen. Muss man auch mal stehen lassen können, sowas. Nicht wahr? Übrigens, weil wir gerade bei Penisverlängerungen sind. Wussten Sie das? Ja. Nur mal als Beispiel. Die Landsknechte im Mittelalter trugen einen Holzpenis im Tornister während des Kampfes. Wissen Sie warum? Das galt als Symbol immerwährender Potenz und Stärke. Interessant, nicht? Könnte man natürlich jetzt einen psychoanalytischen Bogen schlagen vom Holzpenis des Landsknechts über den Joystick des Spielers an der Konsole bis hin zum, was weiß ich, zum Laserschwert von Luke Skywalker, nicht? Dann Darth Vader müsste man dann tendenziell Ödipal deuten, nicht? Und Alice Schwarzer, oh mein Gott, Alice Schwarzer, die wäre dann irgendwo zwischen Prinzessin Leia und Jabba the Hutt wahrscheinlich, keine Ahnung, weiß nicht. Wenn man mich zu einer Festrede hier rausgelassen hätte, da wäre auch keiner eingeschlafen. Wissen Sie, womit ich begonnen hätte? Ich hätte meine große Festrede begonnen, indem ich Karl Arnold von der CDU zitiert hätte. Der hat damals den versammelten Vätern und Müttern das Grundgesetz, also 61 Väter, 4 Mütter, denen hat er Folgendes zur Eröffnung erklärt. Hitler war keine typische und ausschließlich deutsche Erscheinung. Hitler war vielmehr die Personifizierung des destruktiven Geistes in Europa. Und Deutschland war so gesehen nur die lokale Stelle, an der das europäische Geschwür aufgebrochen war. Nicht das, da ist keiner drauf gekommen so schnell, nicht? Starker Tobak, finden Sie nicht? Umso erstaunlicher, dass das Grundgesetz von solchen wirren Geistern umgeben letztlich eigentlich noch ganz manierlich geworden ist. Nicht? Also muss man auch sagen, sehen Sie mal, zum Schluss haben fast alle zugestimmt. Mit Ausnahme von Kommunisten und den bayerischen Christkatholiken. Nicht? Die Kommunisten waren, ja, die Kommunisten waren von Moskau ferngesteuert, die Katholiken vom Vatikan. Nicht? Also bis heute hält sich hartnäckig folgendes Gerücht, dass die Vatikan-gesteuerte CDU-Fraktion bis in die letzte Nacht hinein gegen Gleichberechtigung der Frau und gegen die Abschaffung der Todesstrafe war. Die haben sie erst umbestimmen lassen, nachdem sie gesagt haben, also wir machen das nur unter der Bedingung, dass die Kirchengesetze von den Nazis ins Grundgesetz übernommen werden. Nicht diese Gesetze, mit denen Hitler sich das Wohlwollen des Klerus erkauft hatte. Nicht? Tolle Geschichte, nicht? Das guten Kuhhandel könnte man heute sagen, aber fauler Kompromiss für eine gute Sache.
Nicht? Muss man auch mal sagen. Es gibt faule Kompromisse, da ist die Fäulnis so weit fortgeschritten, dass das Waffenrecht beispielsweise jetzt, da riecht die Fäulnis streng. Nicht? Die auf ausdrücklichen Wunsch der Bundeskanzlerin muss ab sofort beim neuen Waffenrecht, muss der Waffenbesitzer mit unangemeldeten Hausbesuchen rechnen. Aber er kann den Kontrolleur wieder nach Hause schicken. Haben Sie das gewusst? Ja, der braucht ihn gar nicht reinlassen, wenn er zum Beispiel ungelegen kommt. Nicht? Wenn Sohnemann vielleicht die Beretta gerade mit zur Nachhilfe genommen hat oder so. Dann kann der Waffenbesitzer sagen, oh, heute geht's nicht gut, wir machen einen neuen Termin aus. Wobei die Termingestaltung schwierig werden könnte, weil es gibt so wenig Kontrolleure, dass man nur alle 10 bis 15 Jahre kommen kann. Nee? Können Sie sich vorstellen, da haben die Korken geknallt bei den honorigen Jägern und ihren Schützenvereinsbrüdern, nicht wahr? 1A Lobbyarbeit. Die Regierung hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht zu leugnen, dass sie vor dieser mickrigen Waffenlobby schon eingeknickt ist. Da können Sie sich vorstellen, wie demnächst die Staatskontrollen bei unseren Finanzcasinos aussehen werden. Aber da wird die Kanzlerin auch schon mit ihrem Dudesfreund Ackermann ganz in aller Ruhe drüber gesprochen haben, wie wir das machen. Während unser Neubundespräsident ja bis heute noch auf ein Wort der Entschuldigung wartet von seinen ehemaligen Kollegen Bankmanager. Entschuldigung. Nicht? Übrigens, die Schützenvereine, die haben sich auch noch nie entschuldigt. Nicht? Amoklauf fällt bei denen wahrscheinlich unter Sportunfall. Der Präsident des Deutschen, ja machen Sie nicht, hoho, nicht? Wie soll man es denn sonst nennen? Der Präsident des Deutschen Sportschützenverbandes, der hat vor Jahren mal folgenden Witz erzählt, und zwar vor 800 Leuten aus 6 Ländern. Wann wird es mit Deutschland wieder aufwärts gehen? Wenn Stoiber bei Schröders Beerdigung Fischers Witwe fragt, wer eigentlich den Trittin erschossen hat. Ja, war ein Mordsbrüller, nicht? Und sehen Sie, so ein Mann, der läuft doch nicht Amok und schießt ziellos auf Unschuldige. Der schießt nur auf Befehl und Zielansprache, es sei denn, er hat den Witz falsch verstanden. So, jetzt können Sie auch machen. Der Mann ist ein Segen für die Truppe. Der Gutenberg, allein schon die Körpersprache. Das ist doch ein ästhetischer Genuss, ich bitte Sie. Nicht? Hier, gucken Sie sich das mal an. Ist das nicht ein Traum? Ja? Landsleute, sowas hat man früher gemalt. Ja? Der Oberbefehlshaber auf dem Weg zur Front hießen früher solche Bilder. Der hat erstmal der Heimat den Krieg erklärt, dann in Kabul den Karzai zusammengestaucht, anschließend in Kunduz die gesamte internationale Presse in den Führungsbunker zur Lagebesprechung mit reingenommen, anschließend Grillwurst mit den Männern unter afghanischem Sternenhimmel. Ration Büchsbier extra, Fotoshooting, so macht man sowas. Perfektes Timing. Weihnachten kommt da bestimmt ein Christbaum und seiner Frau. Nicht? Die macht dann für die bunte eine Fotostrecke im Lazarett. Sonderration, Hering in Sülze, Titel Bismarck am Krankenbett. Nicht? Ja, aber hallo. Sehen Sie? Ja, das ist so. So muss man das machen. Ich meine. Nur so. Nur so kriegen wir auch wieder Corporate Identity in der Truppe. Kriegen wir wieder Nachwuchs. Ich will sich das angucken. Ist das nicht großartig? Fehlt eigentlich nur noch ein Pferd. Muss man auch mal El Cid, können Sie sich noch an El Cid erinnern? Nicht vor dem haben die Araber noch Angst gehabt, als man ihn tot aufs Pferd gebunden hat. Nicht? Können Sie sich vorstellen, dass man seinen Vorgänger tot aufs Pferd gebunden hätte? Ja? Franz Josef Jung, der konnte ja noch nicht mal ein Liechtensteiner Schmiergeldkonto von dem jüdischen Vermächtnis unterscheiden. Nicht? Wobei, ich gebe zu, da tun wir ihm Unrecht, möglicherweise, nicht dem guten Jungen. Ich glaube schon, dass der Junge damals sehr genau wusste, dass er illegales CDU-Geld im Ausland versteckt hat. Nicht? Aber als die Sache aufgeflogen ist, da hat er die Speere auf sich gezogen. Muss man auch mal sagen, so betrachtet ist Jung ja geradezu ein leuchtendes Beispiel dafür, dass ein großer Parteiführer nichts ist, verloren ist ohne brave Parteisoldaten. Nicht, wenn der damals nicht vor seinen Anführer sich geworfen hätte, der Jung, was wäre passiert? Da wäre Roland Koch den Häschern des Untersuchungsrichters nicht entkommen. Braver Mann, der Jung. Aber nicht als Führer eben. Aber so ist das nun mal in der demokratischen Gemeinwesenschaft, nicht wahr? Da kann es schon mal vorkommen, dass ein oder andere Bauernopfer nicht in der Gosse landet, sondern im Ministerium. Na, ein kleiner Scherz. Ja. Aber jetzt, Landsleute, noch mal zurück hier zu unserem Glücksfall, nicht wahr? Wissen Sie, warum gerade jetzt dieser Mann für uns Gold wert ist? Weil in Afghanistan kein Blumentopf zu gewinnen ist militärisch. Das Ding ist vergeigt, der Laden ist gelaufen, der Krieg ist durch. Und nur einer wie Gutenberg kann uns da mit Ehre und Trara wieder rausholen, denke ich. Hoch zu Ross, mit klingendem Spiel und nicht mit der Kapitulationsfahne. Verstehen Sie, das muss ein Konservativer machen. Sehen Sie mal, vor 10 Jahren haben uns Rot-Grün auf die internationalen Schlachtfelder zurückgeführt und da haben ja auch Schröder und Fischer für Ruhe in den eigenen Reihen gesorgt. Nicht und Goody the Shooty
würde Schwarz-Gelb in Ruhe halten und würde dann sagen, das ist kein Rückzug, das ist keine Kapitulation, das ist eine Neupositionierung aus strategischer Sicht. Nicht? So ein Satz geht doch dem Gutenberg locker von Lippen. Nicht? Und der Angriffsbefehl von Klein, um da nochmal drauf zu sprechen zu kommen, nicht? Der hätte unter solchen Aspekten nochmal eine ganz besondere Bedeutung, nämlich für zukünftige Einsätze weiß jedes Land, das von uns Hilfe verlangt, wer von uns Hilfe will, der muss auch bereit sein, dafür Opfer zu bringen. Muss ich Ihnen sagen, dieser eine Satz von der Kanzlerin, der ist mir auch hängen geblieben, muss ich ehrlich sagen. Dieses, wie sie gesagt hat, es wird vielleicht erst noch schlimmer kommen, bevor es wieder besser werden kann. Das hat was Weitsichtiges, nicht? Mir leuchtet das bei der Regierung auch ein. Das, obwohl, die Kanzlerin hat ja bei allem Weitblick, macht sie kleine Fehler im Nahbereich in letzter Zeit. Sie hat zum Beispiel Fehler, die noch nie ein Kanzler vor ihr gemacht hat. Sie hat erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik bei einer Haushaltsrede als Regierungsoberhaupt eine Steuersenkung nicht erwähnt. Die Steuersenkung für die Hoteliers, nicht? Das ist doch... Also ich glaube nicht, dass sie sich geschämt hat, kann ich mir nicht vorstellen. Nein, also, nein. Also dann müssen Sie ja vor lauter Scham, dürfen Sie ja das Bett gar nicht mehr verlassen. Nicht? Wenn Sie dann an Ihren Koalitionsvertrag denken, müssen Sie ja die Bettdecke über den Kopf ziehen. Nicht? Das glaube ich. Es gibt auch übrigens noch andere kleine Peinlichkeiten, ganz am Rande. Zum Beispiel haben Sie jetzt bei ein paar hunderttausend Hartz-IV-Faulenzern doch tatsächlich vergessen, im Januar die 20 Euro Kindergelderhöhung gleich wieder von der Sozialhilfe abzuziehen. Nicht? Das kriegen die doch nie wieder. Nicht, das geben die doch freiwillig gar nicht mehr raus. Nicht, die essen das sofort auf. Nicht, das wird alles konsumiert. Womöglich war es Sabotage. Nicht, oder vielleicht die oben fehlende Scham ist einem nachgeordneten Sachbearbeiter in die Schreibhand und hat ihm die Gelenke versteift. Sowas vielleicht, weiß nicht. Na, in Wirklichkeit wird es ein Computerfehler gewesen sein. Der soll jetzt von Hand eingetrieben werden. 250.000 Mal. 20 Euro wäre ja auch noch schöner, was? Nicht. Übrigens, wenn wir noch mal zur Führungsebene kurz kommen, bei der Regierung ist ja die Stimmung erstaunlich gut. Nicht atemberaubende 100 Milliarden Neuschulden? Nicht? Und was macht unsere schwäbische Hausfrau mit ihrem neuen Hausfreund? Nicht? Ha, sie feigst sich ein. Sie die lachen nicht da. Die sind fröhlich und guter Dinge. Nicht da. Da, nicht. Ha. Zum Auftakt einer Haushaltsdebatte mit einer historischen Schuld. 100 Milliarden, was macht sie? Nicht wahr? Sie verjuckst sich gemeinsam, die beiden, unser bürgerliches Traumpaar im Freundeskreis der Förderer, vergeben sie Steuergeschenke. 100 Milliarden, wobei das eine abstrakte Zahl ist. Man muss sie runterrechnen, damit sie griffiger wird. Die leihen auf unsere Rechnung täglich 300 Millionen Euro. Täglich. Die die Haiti-Hilfe, die jetzt wieder aufgestockt wurde, die haben wir in einer Stunde zusammengepumpt. Für den letzten Quellekatalog haben wir schon 5 Stunden gebraucht. Und für die Hoteliers, da müssen wir eine ganze Woche pumpen gehen. Ich war schon, nur ganz am Rande, nicht da. Die Haiti-Hilfe, die wäre allein schon dadurch zustande gekommen, wenn unser patriotischer Mercedes-Fahrer Michael Schumacher einmal, ein einziges Mal seine Steuern in Deutschland bezahlen würde. Nur mal so am Rande mal. Warten Sie doch mal. Lassen Sie mich noch ein Wort zu Haiti sagen, zu dieser Katastrophe. Da ist in dieser Betroffenheitsorgie unserer Spendengalas ist da ein bisschen was untergegangen. Nicht? Diese mittlerweile über 150.000 Toten sind nicht einfach Opfer einer Naturkatastrophe geworden. Nicht? Das schwere Erdbeben war eine Naturkatastrophe. Aber die ungeheure Zahl der Toten, die haben auch wir zu verantworten. Nicht wir. Durch unsere Ausplünderung und Ausbeutung, durch unsere Lebensweise haben wir dazu geführt, dass die Leidtragenden dieser Lebensweise kein anständiges Dach mehr über dem Kopf haben. Aber für sowas ist in Sondersendungen natürlich kein Platz. Platz ist in der Sondersendung allenfalls für einen Bericht von der Pressekonferenz unseres sturzbetroffenen Außenministers, der die Konferenz extra einberufen hat, um betroffen zu erklären, dass ein deutscher Toter in Haiti zu beklagen ist. Einer. Wobei man die Zahl auch relativieren muss und gewichten muss, nicht wahr? Und wenn man gewichtet mit Kaufkraft und Bruttosozialprodukt, dann wiegt das Hunderte von Haitianern auf. Nicht? Aber vielleicht sollte man zum Abschluss, lassen Sie es, ich bin ganz kurz, ja, man muss positiv aufhören. Ich weiß, das ist wichtig. Hören Sie, etwas sehr Positives, überraschend. Im Endstadium des wuchernden Kapitalismus entpuppen sich plötzlich an der Oberfläche erfreuliche Nebensymptome. Seit Piratenbanden an der afrikanischen Ostküste die internationale Schifffahrt bedrohen, haben sich vor Somalia und Kenia die Fischbestände wieder erholt.
Nicht? Ja, weil die großen Fischfangflotten der Industrienationen sich nicht mehr trauen, in die Hoheitsgewässer leer zu fischen. Nicht? Da sage ich doch bravo. Das ist doch eine feine Sache. Nicht? Vom Piraten lernen heißt überleben lernen. Nicht? Wir sollten das, da sollte sich, da sollte sich, da, da müsste sich, da müsste sich unsere Piratenpartei fusionieren mit Attac. Nicht wahr? Die gründen Ausbildungszentren für Finanzpiraten und die werfen dann ihre Geiseln den wieder heimisch gewordenen Haien zum Fraß vor und dann gehe ich persönlich hin, werde Piratenpate und finanziere ein Ausbildungscamp. Da können Sie sicher sein. Das wird bereit zu machen. Möchte das Buffet eröffnen mit einer kleinen Ansprache, um den feierlichen Rahmen zu betonen. Liebe Wohltäterinnen und Wohltäter, wenn wir uns das Buffet schmecken lassen, möchte ich Sie bitten, zunächst für einen Augenblick innezuhalten und uns die Frage zu stellen, wem verdanken wir das kulturelle Kleinod dieses Abends, für den wir uns alle festlich gekleidet und geschmückt haben. Auf den ersten Blick ist es ja ein gesellschaftlicher Missstand, ein scheinbarer, der diesen glanzvollen Abend hervorbringt, denn es fehlt Geld in einer sozialen Einrichtung. Nun gab es ja zu allen Zeiten einen kleinen Obolus für die Armen bei den großen Bällen der Logen und Burschenschaften, der Rotarier und der Lions Clubs. Unvergessen war ja auch immer die Hilfe im Kleinen. Die unzähligen Feste und Basare der rührigen Bürgersfrauen, die sich früher die Finger wund strickten für die wärmende Winterkleidung der einfachen Soldaten, die zum Wohle des aufsteigenden Bürgertums ins Feld zogen. Natürlich brauchen wir heute keine Pulswärmer mehr für die Infanterie zu stricken. Und eine Gala für einen, mit, wie unsere, da könnten wir doch nicht mal einen Scheibenwischer für einen Eurofighter davon bezahlen. Nicht? Also in diesem Bereich ist aus gutem Grund die Gemeinschaft aller Steuerzahler notwendig. Aber wenn man oben den wehrhaften Arm des Volkskörpers mit der Decke wärmt, dann werden unten die Füße kalt. Nicht? Die Decke fehlt an der Basis des Gemeinwesens. Aber auch da gelten die Grenzen des guten Geschmacks. Stellen Sie sich mal vor, es fehlt im Nachbaretat. Der Landrat hat kein Geld, kann sich die S-Klasse nicht leisten und ist gezwungen, einen Opel fahren zu lassen. Nicht? Wenn Sie da eine Gala machen mit einer Tanzeinlage der Schreibkräfte, da kommt ja nichts zusammen. Nicht? Also der adäquate Platz von Wohltätigkeitsveranstaltungen ist deshalb ohne Zweifel der soziale Bereich. Nur hier ist eine finanzielle Lücke sinnvoll und trifft auch auf das schlummernde Bedürfnis potenzieller Spender. Wir dürfen nämlich nicht nur einseitig den Nutzen der Spende für den Beschenkten sehen. Nein, wir müssen auch den Output für den Spender betrachten. Wie groß dieser Nutzen sein kann, wird deutlich durch eine Äußerung eines berühmten New Yorker Psychoanalytikers, die ich zitieren möchte. Viele Manager und beruflich Selbstständige können ohne ihr soziales und finanzielles Engagement in Wohltätigkeitsorganisationen die Kälte ihres Berufslebens nicht mehr ertragen. Das soziale Elend ist geradezu notwendig, um dort durch Wohltätigkeit Schuldgefühle abzubauen und der Freizeitdepression und Drogen- und Therapieabhängigkeit Besserverdienender vorzubeugen. Zitat Ende. Ich finde es eine eindrucksvolle Symbiose. In unserem Land, in Deutschland, ist es in der Wiederaufbauphase nach dem Krieg zur Errichtung eines so umfassenden öffentlichen Sozialnetzes gekommen, dass ein Verfall des Wohltätigkeitsstrebens in bürgerlichen Kreisen die Folge war. Und der kleine Mann auf der Straße gewöhnte sich daran, soziale Leistungen als ein forderbares Bürgerrecht anzusehen. Erst jetzt dringt wieder ins Bewusstsein aller und unser Abend leistet hier in diesem Sinne einen wichtigen Dienst, dass bestimmte soziale Leistungen ja eine Gabe sind, die erst dann gewährt werden kann, wenn bestimmte Spielregeln, wie die steuerliche Entlastung Besserverdienender und Verzicht auf ihre Diffamierung, auch eingehalten werden. Dieses neue gesellschaftliche Verständnis wird uns Spendende aus der Anonymität namenloser Steuerzahler herausführen und macht uns in der einschlägigen Presse zu gefeierten Wohltätern unserer Gesellschaft. Und wir können dadurch nicht nur unsere gesellschaftliche und politische Position festigen, sondern steigern auch unser persönliches Selbstwertgefühl. Zusammengefasst sollten wir in einem solchen Abend eine Gelegenheit sehen, den Wirkmechanismus eines modernen Staates zu demonstrieren, das Nehmen und Geben der bürgerlichen Führungsschichten. Oder, wie uns der von uns verehrte Kurt Tucholsky mal gesagt hat, wir nehmen die Mark, aber wir geben den Pfennig. So löst sich der scheinbare Widerspruch dieses Abends, liebe Festgäste. Und wenn sich Ihnen nun das Buffet eröffnet, dann denken Sie bitte daran. Mousse au Chocolat
das ist etwas Feines. Aber was Sie heute Abend erhalten, das ist mehr. Das ist Humanismus au Chocolat. Wohltat mit Geschmack. Guten Appetit. Bitte sehr. Macht euch keine Sorgen. Ich will die Leute beruhigen. Diesen neuen Minister, unser Rössler zum Beispiel, der tut doch nichts. Der will nur spielen. Ne? Der Herr Rössler, das ist ein super Typ. Das ist ja eigentlich einer von uns. Da muss man sich doch ja keine Gedanken machen. Der lässt uns in der Pharmabranche die Preise bestimmen. Dafür kriegt er von uns einen Rabatt. Das ist geben und nehmen. Sie geben, wir nehmen. Ne? Das ist so, also, ich sage immer, machen Sie sich keine Sorgen. Die Preisgestaltung, zum Beispiel nur mal, dass Sie sehen, der Rösler, der weiß doch, was er tut. Er hat neulich, wer war das? Einer von unseren Cheflobbyisten. Der hat im Spiegel-Interview gesagt, warum sollen wir gegen Röslers Vorschläge Sturm laufen? Wir haben sie doch selber geschrieben. Ne, also müssen Sie nicht denken, dass jetzt irgendwas plötzlich passiert. Ich kann Ihnen jetzt sagen, die Pharmapreise bleiben stabil oberhalb der Inflationsrate im Anstieg. Ne, gegen einen kleinen Aufpreis können Sie noch in 10, 20 Jahren eine erstklassige Betreuung kriegen. Mein Tipp ist ja immer, nehmen Sie Pharmaaktien ins Portfolio, dann kriegen Sie über die Dividende auch wieder was raus von der ganzen Preissteigerung. Ne? Und am allerbesten treten Sie gleich in die FDP ein, weil das ist natürlich, als FDP-Mitglied kriegen Sie bei der DKV Deutsche Krankenversicherung 10% Rabatt. Ne? Da können Sie sich ruhig auf mich berufen. Was aber? Obacht, 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 Freunde. Das heißt aber nicht, dass wir parteipolitisch abhängig sind. Wir sind überparteilich. Ich habe extra den Verdacht, den kenne ich. Ich kann Ihnen zeigen, wie wir unsere Gelder verteilen. Das kann jeder sehen. Hier habe ich für Sie dabei die Spendengelder vom letzten Jahr in die deutschen Ministerien. Da hat jeder so sein Millionchen, Außenministerium hat 9 Millionchen. Und jetzt raten Sie mal, was unser Gesundheitsministerium an Spendengeldern gekriegt hat. In einem Jahr 5 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen, alles falsch. Gesunde 42 Millionen Euro haben wir von der Gesundheitsindustrie in dieses Ministerium gesteckt. Und das Geld ist gut angelegt, das kann ich Ihnen sagen. Sie können also in aller Ruhe krank werden. Solange wir von der Pharmabranche das Gesundheitsministerium führen, wird es keinem von uns schlechter gehen. Und wenn es Ihnen mal schlechter gehen sollte, da finden wir auch noch ein paar Tabletten für Sie. Da sind vielleicht auch manchmal die richtigen dabei. Ne? Ich würde sagen, liebe Angehörigen, Kameraden, würde ich sagen, als allererstes würde ich sagen, wir alle kennen den Satz, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Lassen Sie uns deshalb hier den Krieg draußen halten und bleiben wir für einen Augenblick bei der Wahrheit. Der Tod ist der denkbare Abschluss eines soldatischen Arbeitstages. Diese Männer sind in Ausübung ihres Berufes gestorben und der Tod ist die logische Konsequenz soldatischen Handelns. Auch wenn wir das gerne verdrängen und zur Tarnung merkwürdige Namen erfinden, wie gefallen, verloren, im Feld geblieben, letztlich wird in der Fachliteratur alles gleich behandelt, nämlich unter der Rubrik Weichzielverlust. Wir hier versuchen, dem Tod des Einzelnen einen Sinn zu geben. Aber geben wir der Wahrheit die Ehre, liebe Trauergemeinde. Ein sterbenswerter Sinn für das, was wir in Afghanistan tun, ist nicht mehr erkennbar. Die Kinder winken nicht mehr, wenn wir auf Patrouille gehen. Die von uns gebauten Schulen sind geschlossen. Für jeden von uns erschossenen Zivilisten melden sich 10 Freiwillige bei den Taliban, die mittlerweile vielen schon als das kleinere Übel gelten. Und selbst der von uns gekaufte Präsident Karzai sieht unseren Abzug lieber heute als morgen. Wir sind nur noch dort und kämpfen, weil wir nicht den Mut haben, zuzugeben, dass wir gescheitert sind. Eine Kultur des Scheiterns ist in unserem westlichen moralischen Wertekatalog nicht mehr vorgesehen. Vielleicht hat Clausewitz deshalb geschrieben, nichts ist schwerer als der Rückzug aus einer unhaltbaren Position. Deshalb lassen Sie uns mutig sein und das Schwere tun. Lassen Sie uns das Kühne wagen, lassen Sie uns das Scheitern eingestehen. Denn nur wer das Scheitern eingesteht, ist der wirklich Starke. Und wenn wir dann nach draußen gehen mit diesem Gedanken, dann hat der Tod dieser Männer vielleicht doch noch einen Sinn gehabt. Und wissen Sie, was ich dann anschließend machen würde? Da würde ich am liebsten die Pastorin Käßmann auf die Kanzel holen. Die ist mir nämlich volltrunken mit 1,5 Promille. Noch 10-mal lieber wie die stocknüchternen Prügelknaben von einer anderen Fraktion. Das würde ich machen. So war ich Samstag. Das kann ich aber sagen. Das wäre meine Verdienung. Ja. Ich bin heute Abend gekommen, um einen kleinen Lagebericht zu geben über einen Kriegsschauplatz einer ganz anderen Art. Lassen Sie mich dazu einführend Goethe zitieren aus der Kanonade von Valmy. Hier und heute dürfen wir dabei sein, wie
die Weltgeschichte ein neues Kapitel aufschlägt und wir dürfen sagen, wir haben es gesehen. Oder so ähnlich. Nicht? Wovon wir reden, ist eine neue Art von Krieg. Der erste Weltkrieg, Landsleute, der mit virtuellen Waffen geführt wird, es ist der Krieg Geld gegen Staaten. Ein sehr ungleicher Krieg, ich sag's gleich, wir machen da keinen Stich. Der Gegner setzt Massenvernichtungswaffen ein, CDO, CDS, Swaps, Derivate, Leerverkäufe. Sie kennen Warren Buffett, einer der reichsten Männer der Welt, verlangt seit 1,5 Jahren bereits das Verbot dieser Massenvernichtungswaffen. Er sagt, finanzielle Massenvernichtungswaffen müssen verboten werden, weil sie die reale Weltwirtschaft bedrohen. Sagt Warren Buffett, nicht wahr? So viel als Einleitung. So, bitte mal die Karte. Der Krieg Geld gegen Staaten begann im Jahr 2007 mit einem Angriff von Big Money. Und dieser Angriff erfolgte dezentral, aber global auf sämtliche faulen kredithandelnden Banken in dieser Welt. Speziell allerdings im Euroraum, im Pfundraum und im Dollarraum. Die faulen Kredite waren zum Teil vom Angreifer sogar in die Länder und Banken eingeschleust worden. Man ging davon aus, die Banken werden gerettet durch die Staaten, was auch erfolgt ist. Ergebnis dabei haben die ihr ganzes Pulver auf einmal verschossen. Ergebnis ist bekannt. Banken rettet, Staatshaushalt überschuldet. Hatten kein Pulver mehr, nicht sozusagen. Kleines Wortspiel. Ja, gut. Die nächste Karte, bitte. Der aktuelle Angriff, meine lieben Landsleute, erfolgte, wie Sie wissen, letzte Woche, diesmal nicht dezentral, sondern der Gegner war sich dessen bewusst, dass unsere Pulverkammern leer sind. Deswegen ging der Stoß gezielt auf Euroland, weil es nicht mehr richtig wehrfähig ist. Der Stoß wurde übrigens vorbereitet. Schon seit Mitte Februar in Manhattan gab es ein Treffen der Angreifer, darunter so namhafte Investoren wie Brigade Capital, allerdings auch verdeckte Händler von internationalen Großbanken, von Goldman bis Ackermann. Hier führt der Stoß gezielt über die Südfront. Sie wissen natürlich warum. Südfront, das ist unsere ökonomische Achillesferse. Griechenland, Italien, Spanien, Portugal. Hier schwächelt das Land am stärksten. Dort wird zugeschlagen. Letzten Freitag war es dann soweit, Landsleute, nicht? Der Oberbefehlshaber der französischen Einheiten im Euroland hat erstmals von Mobilmachung gesprochen, und zwar von Generalmobilmachung. Seitdem laufen die Geldpressen in ganz Euroland Tag und Nacht. Wenn es uns gelingt, mit dieser Methode den Angriff zurückzuschlagen, jetzt sieht es ja so aus, als ob es uns gelingt, dann haben wir vielleicht ein bisschen Schlachtenglück, Landsleute, und der nächste aktive Stoß geht nicht mehr auf Euroland, sondern verlagert sich auf einen Angriff auf Pfundland und Dollar. Die nächste Karte, bitte. Pfund- und Dollarland sind beide kaum noch verteidigungsfähig, das muss man sagen. Bedingt abwehrbereit, muss man sagen, finanzwaffentechnisch auf dem Nullpunkt. Da laufen die Notenpressen schon seit über einem Jahr überhitzt, überlastet und veraltet. Beide sind im Grunde sturmreif, also fällig für einen solchen Angriff. Einziger Grund, warum der Angriff nicht erfolgen könnte, Landsleute, wäre, es gibt alte, gute Beziehungen dieser beiden Staaten, dieser beiden Zonen, Dollar und Pfund, zu Big Money aus früheren Zeiten. Man hat gemeinsam erfolgreiche Feldzüge durchgeführt. Man munkelt, es gäbe noch einen geheimen Waffenstillstandspakt zwischen Dollar, Pfund und den Angreifern. Das könnte natürlich nun dazu führen, dass wir in unserem Land, nächste Karte bitte, hier einen Abnutzungskrieg mit Dauerangriff gegen Euroland von allen Seiten erleben müssen. Dann, Landsleute, können wir sagen, können wir einpacken, ziehen wir einen kürzeren, haben wir keine Chance. Für einen Entlastungsangriff bei Abnutzungskrieg fehlt uns das Waffenarsenal und die Munition und die geeigneten technischen Mittel. Wir haben aufgerüstet im militärischen Bereich. Intelligente Wirkmittel gibt es bei der Artillerie, in der Finanzwaffentechnik leider nicht. Unsere Kommandeure sind verzweifelt. Jede Woche wird eine Verteidigungslinie nach der anderen geräumt. Rein defensive Strategie, muss man sagen. Und wenn man alles zusammenfasst, es wird so kommen, dass wir keine Chance haben. Der Gegner beherrscht auf dem Schlachtfeld. Er hat das Gesetz des Handelns. Unsere Finanzkommandeure agieren nicht mehr, sie reagieren nur noch. Die Karte kann weg. Abschließend noch vielleicht den letzten Tagesbefehl unserer Kanzlerin. Sie setzt auf Kapitulation. Offensichtlich so klingt der Tagesbefehl jedenfalls. Er lautet, jetzt gilt es vor allem, das Vertrauen der Finanzmärkte wiederherzustellen. Das soll im Casino des Lagers, des Gegners ein großer Lacher gewesen sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend noch. Letzten Freitag war ich dicht dran und wollte auf meine Kandidatur verzichten. Als ich Gauck gehört habe in seiner Antrittsrede, dachte ich, Mensch, lass es den Gauck machen. Nicht eine Zierde für jede Demokratie.
Einer wie der Gauck, der würde im Gegensatz zu seinem Vorgänger, der würde auch mal so ein paar Neonazi-Ortschaften besuchen und den aufrechten Demokraten da mit seiner Anwesenheit seinen Rücken stärken. Nicht? Wäre ja allemal sinnvoller so ein Einsatz an der Heimatfront, auch für unseren Köhler gewesen, statt in der Weinstube von Mazar el-Sharif an unseren Soldaten rumzunörgeln, weil ihnen der Glauben an den Endsieg in Afghanistan abhanden gekommen ist. Nicht? Aber Gauck ist zu sehr auf Ausgleich bedacht. Nicht der Gauck, der sagt das regelmäßig. Er sagt, er will der Präsident aller Deutschen sein. Also da würde ich im Traum nicht drauf kommen. Nicht, ich könnte Ihnen aus der Lameng eine Liste mit Leuten präsentieren, denen ich die Emigration nahelegen würde. Aber locker. Nicht? Aber letzte Woche ist mir war da wieder, habe ich ihn wieder gesehen, einen, den ich schon seit langem auf dem Kicker habe. Im Fernsehen kam er wieder, der Dings, der Hans-Olaf Henkel. Das ist so ein Pausenclown der freien Marktwirtschaft. Der tingelt bei uns durch sämtliche Talkshows der öffentlich-rechtlichen Anstalten, überhaupt durch alle Talkshows. Hängt er sich hin und pöbelt die Linken an und erzählt dann, der Euro ist schlecht, jetzt hetzt er neuerdings. Wir sollen überall sagen, dass wir unsere D-Mark wiederhaben wollen. So einer wird eingeladen, nicht? Weil er natürlich Stimmung in die Bude bringt. Aber der Henkel, der sagt das nicht zum Spaß. Der sagt das auch nicht aus Sorge um sein Vaterland. Der Henkel sagt das im Dienst der Bank of America, auf deren Gehaltsliste er nämlich steht. Er ist ein Spekulantensöldner. Das ist ja der Henkel. Bei uns gibt er den... Lassen Sie es. Hören Sie. Ja, ist ja schon gut. Wir haben eine Menge Themen durchzubringen. Da können Sie nicht zwischendurch immer unterbrechen. Außerdem, wenn Sie mittendrin unterbrechen, wissen Sie, ich bin nur noch bei Henkel. Da kriegen Sie den Zusammenhang nicht mit. Henkel gibt sich bei uns als ein harmloser Spinner. In Amerika hat er sich einen Namen gemacht als neoliberaler Rassist, weil er da nämlich im ganzen Land rumerzählt, dass die Finanzkrise gar nicht existieren würde, wenn man der schwarzen Unterschicht verboten hätte, Kredite aufzunehmen. Ein Brunnenvergifter, ein Politischer, der Henkel. Ich hab noch mehr auf der Liste. Der Dings zum Beispiel auch, der Wirt, Schraubenkönig Wirt, der kriegt von mir auch eine Einladung. In Schloss Bellevue. Mit der Bitte, dass er doch bitte sein Bundesverdienstkreuz mitbringen soll. Damit ich es ihm vor Ort vom Hals nehmen kann. Nicht? Millionen, betrügt den Staat um Millionen und anschließend zweigt er 30.000 lächerliche Silberlinge ab, um dann als ordensgeschmückter Wohltäter Horst Köhler die Sommerparty in Schloss Bellevue zu bezahlen. Das geht's bei mir nicht. Bei mir gibt's auch ein Sommerfest. Das würde ich selber bezahlen. Aus meinem eigenen Etat würde ich es bezahlen. Ich würde auch die deutsche Oberschicht einladen. Möglichst vollständig. Hoffentlich wäre gutes Wetter. Da könnten wir draußen sein, im Garten von Bellevue, und dann würde ich mit Ihnen reden. Ich würde Ihnen erzählen von Ihrer großen Bedeutung, die Sie für unser Land haben, die Oberschicht. Für Ihre Kraft und für Ihre Würde, für Ihre Macht, die Sie haben. Und dann würde ich Sie fragen, ob es Ihnen eigentlich nicht peinlich ist, ob es Ihnen nicht unwürdig erscheint, ob es Ihnen nicht genügt, eine Schönwetterelite zu sein, die nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, wenn schlechte Zeiten kommen und Sturm angesagt ist. Ich würde Sie fragen, ob es Ihnen nicht peinlich ist, dass Ihr patriotischer Stolz, Deutsche zu sein, schlagartig erlischt, wenn Ihnen der Finanzberater für ein paar Prozente mehr ein namenloses Treuhandkonto im Ausland empfiehlt. Ich würde Sie fragen, ob Sie überhaupt spüren, ob Sie empfindsam dafür sind, dass das Sparpaket Ihrer Wunschregierung eine Kriegserklärung ist an die absolute Mehrheit dieses Volkes, das gar kein Vermögen hat, das man in Sicherheit bringen könnte. Das würde ich Ihnen alles erzählen. Und wissen Sie, was dann käme? Dann würde ich sagen, so, jetzt entschuldigen Sie bitte, ich möchte noch meine anderen Gäste begrüßen. Ich begrüße in meiner Funktion als neuer Bundespräsident alle Bürger dieses Landes, die in der letzten Zeit wegen Frikadellen und Käsebrötchen, Mundraub, ihre Arbeit verloren haben, damit ihre Existenz, nachdem sie jahrelang ihren Reichtum gemehrt haben, meine liebe Oberschicht. Womit unser Land in einen Zustand kommt, der es zerreißen kann, der uns hinter die Kultur des Alten Testaments zurückwirft, das immerhin seinerzeit noch den Mundraub ausdrücklich für den Habenichts erlaubte. Wenn du deines Nachbarn Weinberg gehst, so magst du Trauben essen, bis du satt bist, aber du sollst nichts in dein Gefäß tun. Alles das steht geschrieben.
in alten Schriften. Wir sind dahinter zurückgefallen. Und das werde ich Ihnen erzählen, der Oberschicht im Schloss Bellevue. Und wissen Sie, was dazu fehlt? Eine Winzigkeit. Ein einziges Mitglied der Bundesversammlung muss bereit sein, mich als Kandidat zu benennen. Und dann kann ich mich zur Wahl stellen. Und ich kann Ihnen eins garantieren. Der Gauk, der kriegt meine Stimmen nur, wenn er nach dem zweiten Wahlgang mehr Stimmen hat als ich. Das kann ich Ihnen garantieren. Vorher nicht. Ja, toll. Ja, super.